So, herzlich willkommen zurück aus der Pause zu unserem zweiten Panel. Danke, dass Sie alle noch dabei sind. Es geht jetzt weiter mit dem Thema Rückführung nach Afghanistan. Es ist so, dass Deutschland seit Dezember 2016 wieder nach Afghanistan abschiebt. Insgesamt 383 Personen, wenn meine Zahlen richtig sind. Die meisten per Charter, teilweise von der Europäischen Grenzschutzagentur Frontex finanziert. Von verschiedenen deutschen Abflughäfen sind die Flüge gegangen. Allerdings vor den Landtagswahlen in Bayern insgesamt jetzt viermal vom Flughafen in München. Es gab eine kurze Phase, in der diese Abschiebungen ausgesetzt worden sind, nämlich nach dem Mai 2017, wo es den großen Anschlag auf die deutsche Botschaft in Kabul gegeben hat. Es ist so, dass viele der Betroffenen, der Abgeschobenen, ihre Ablehnung schon vor längerer Zeit bekommen haben und danach mit einer Duldung hier gelebt hatten und nicht alle einen Anwalt hatten, wie man recherchiert hat. Es ist so, dass viele der Betroffenen durch die Gesetzesverschärfungen, die es in den letzten zwei Jahren gegeben hat, über den Termin der Abschiebungen nicht mehr informiert worden sind. Die Daten der Sammelabschiebungen selbst sind geheim gehalten worden. Trotzdem weiß man oder heißt es, dass die nächste der Abschiebungen am 13. November, also sehr bald, diesmal vom Flughafen Leipzig-Halle stattfinden wird. Im Mai diesen Jahres ist der neue Lagebericht des Auswärtigen Amtes erschienen. Dieser Lagebericht ist auch Grundlage für die Entscheidungspraxis des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Der Lagebericht wird halt so interpretiert, dass sich die Lage ein bisschen geändert hat und inwiefern das nun für die Abschiebung eine Rolle hat. Darüber wollen wir jetzt sprechen und zwar mit folgenden Gästen. Von mir aus gesehen ganz links ist Dieter Müller. Dieter Müller arbeitet beim Jesuitenflüchtlingsdienst in der Abschiebebeobachtung in den Abschiebehaftanstalten in Bayern. Daneben ist Bernd Krösser. Bernd Krösser ist Staatsrat der Behörde für Inneres in Hamburg und war vorher Abteilungsleiter für öffentliche Sicherheit bei der Polizei in Hamburg. Rechts neben mir Christian Kloß. Christian Kloß ist seit 2016 Leiter des Stabs Rückführung im Bundesinnenministerium. Davor war er im Bundesinnenministerium Beauftragter für Rückführung im Lenkungsausschuss Bewältigung der Flüchtlingskrise und hat das Referat für Ausländerrecht geleitet. Und Luise Amtsberg. Luise Amtsberg ist flüchtlingspolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen im Deutschen Bundestag. Und von mir aus gesehen ganz rechts, Bernd Mesowitsch ist Leiter der Rechtsabteilung von Pro Asyl. Herzlich willkommen. Wir fangen jetzt an mit einem kleinen Input von Luise Amtsberg zu den Folgen des neuen Lageberichts des Auswärtigen Amtes. Geht das einfach so? Muss ich das anschalten? Ja, perfekt. Ja, herzlich willkommen oder hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr über das riesengroße Interesse für dieses Thema. Wir haben das aus vielen Bundesländern übrigens auch gespiegelt bekommen, dass dieses Thema Afghanistan, vor allen Dingen auch der Umgang mit Rückführung brennt, unter den Nägeln brennt und viele Menschen, sowohl Zivilgesellschaft als auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Ausländerbehörden und andere Involvierte ja wirklich unter den Nägeln brennt und zu großer Verunsicherung auch führt. Im Übrigen auch bei den Betroffenen, und das möchte ich gerne ganz zu Anfang vorab sagen, der Umgang mit Afghanistan als Land und der Frage der Abschiebung von afghanischen Schutzsuchenden oder auch der Aufenthaltsverfestigung, das sind alles Fragen, die uns seit vielen Jahren, ich glaube sogar schon seit Jahrzehnten, bewegen. Ja, wir haben immer wieder Fälle von Menschen, die seit 20 Jahren hier leben, immer noch keinen festen Aufenthaltsstatus haben, immer gehofft haben oder zumindest immer davon ausgegangen sind, dass man von Abschiebung nach Afghanistan absieht. Und die jetzige Situation, auch die mediale, sag mal, Diskussion rund um das Thema verunsichert viele Betroffene. Und das ist kein guter Zustand. Und deshalb sehr gut, dass wir uns heute darüber auch gemeinsam mit dem BMI verständigen und austauschen. Mein Auftrag war so ein bisschen jetzt eine Überleitung zu schaffen von dem, wie ich finde, sehr richtigen Ansatz, erst einmal über das Land Afghanistan zu sprechen und über die Situation dort vor Ort. Und von dort aus zu gucken, wie gehen wir eigentlich mit afghanischen Schutzsuchenden hier um. Die Grundlage, das zu entscheiden, wer abgeschoben werden darf und wer nicht, ist unter anderem dieser Lagebericht, der jetzt schon mehrfach erwähnt wurde, des Auswärtigen Amtes, der uns sozusagen oder eben auch dem BAMF dazu dient, festzustellen, wann eine Abschiebung in Ordnung ist und wann nicht. Und da kommen wir eigentlich schon sozusagen richtig in die Materie rein. Ich glaube, die Verwunderung im Deutschen Bundestag war enorm, als Angela Merkel auf Grundlage dieses Berichtes, den wir schon kannten zu dem Zeitpunkt, sagte, jetzt kann man diese Beschränkung
der Abschiebung, nämlich auf die drei Gruppen Straftäter, Identitätstäuscher und Gefährder fallen lassen und wieder ausweiten. Und prinzipiell ist es möglich, sozusagen jeden wieder nach Afghanistan abzuschieben. Für uns war das ein extrem überraschender Moment, der wirklich out of the blue kam für uns. Wir haben uns dann diesen Lagebericht nochmal angeguckt und nochmal und auch beraten mit vielen. Und man muss einfach sagen, er gibt die Grundlage dafür nicht. Und das selbst oder trotz, dass dieser Bericht an vielen Stellen extrem euphemistisch ist und auch sprachlich extrem verwässert. So, das würde ich Ihnen gerne an vielen Beispielen gerne deutlich machen, darf ich aber nicht, weil er eben eine Verschlusssache hat, der Bericht. Insofern ist mir das jetzt sozusagen nicht erlaubt, aber ich kann das sicher an einigen Stellen nochmal deutlich machen. Wir haben im Zuge dieser ganzen Debatte und auch entlang dieses Lageberichtes schon einige Veränderungen zu dem Lagebericht zuvor feststellen können. Ja, also es wird von einer volatilen Sicherheitslage geredet, es wird von einer schwierigen Aufbauphase berichtet. All diese Dinge werden, wie ich finde, gar nicht mal so falsch analysiert. Ja, abseits der Verwässerungen, die da so stattfinden in dem Bericht. Allerdings dienen sie tatsächlich mit der Lesart, die danach eben politisch betrieben wurde, nicht wirklich als Grundlage. Das heißt, dieser Bericht ist für mich, sozusagen, um es politisch bewerten zu können, irgendwie schwierig als Materie, weil wenn man das, was drinsteht, nicht wirklich zur Leitlinie macht, dann hat man ein Problem. Dann ist dieser Bericht für uns politisch irgendwie relativ unbrauchbar. Das sozusagen aber schon mal ein bisschen vorabnehmend. Wir haben gerade sehr viel schon darüber geredet, wie sozusagen das Land an sich, Afghanistan, in all seiner Vielfältigkeit auch zu bewerten ist. Die Sicherheitslage ist in vielen Regionen komplett unterschiedlich. Und wir haben auch die Situation, dass wir sehr, sehr genau gucken müssen, um wen geht es eigentlich? Ja, welche Ethnie hat der jeweilige Mensch? In welche Region soll er denn zurück? Wo hat er seine Heimat in Afghanistan? All diese Fragen spielen eben eine Rolle, wenn man das bemessen möchte, ob es für jemanden, der individuell Schutz beantragt, um eine Rückführung geht. Und das sehen wir nicht ausreichend gewährleistet derzeit, weil die Bundesregierung uns nach wie vor auch nicht sagen kann, wo sind denn diese sicheren Regionen, von denen immer gesprochen wird. Und da sind wir bei dem Hauptpunkt, den diese politische Debatte auch sozusagen begleitet hat. Dieses Wort oder diese Wortgruppe innerstaatliche Fluchtalternativen, innerstaatliche Fluchtwege, Möglichkeiten oder Ausweichmöglichkeiten. Das war im Prinzip jetzt in der vergangenen Zeit die Antwort der Bundesregierung auf die nicht zu beantwortende Frage, wo es eigentlich sicher ist in diesem Land. Und ich mache das jetzt mal sehr konfrontativ, ne? Weil wir wollen es ja hier auch ein bisschen, Sie werden sicher darauf reagieren, wir haben es ja häufiger auch schon im Ausschuss gehabt. Aber dieser ganze Aspekt der internen Schutzalternative, der wurde dann sozusagen immer nach vorne gebracht als Argument, dass es da immer Möglichkeiten gibt und Menschen eben abgeschoben werden können. Und das Ganze, ja, Kabul war immer so ein Ort, wo man gesagt hat, das ist dann eben auch möglich, vor allen Dingen für junge, arbeitsfähige Männer da klarzukommen, ja, hat der UNHCR jetzt mit neuen Guidelines im Prinzip einen Riegel vorgeschoben. Ja, diese neuen Guidelines sagen, Kabul kommt als innerstaatliche Fluchtalternative nicht in Frage und die Gründe haben wir heute schon mehrfach beleuchtet, ja. Wir haben über sozusagen die allgemeinen Probleme, die Menschen, die Rückkehrer erwarten in Afghanistan, ohne ausreichende Unterstützung, sich ein Leben aufzubauen, manchmal nach vielen Jahren des Wegseins, nicht das Glück zu haben, auf feste familiäre Strukturen zurückgreifen zu können, was aber zwingend notwendig ist. Gerade wenn man sich zum Beispiel Frauen anguckt, ja, die nicht Fuß fassen können irgendwo, wenn sie keine familiären Strukturen haben und schon gar nicht in einer fluchtalternativen Gegend. Ja. Also diese ganzen Fragen, aber auch natürlich die sozialen Probleme, die sicherheitspolitische Lage für die Menschen. Zivilisten sind immer Opfer in Afghanistan von Anschlägen, auch wenn sie vielleicht nicht gezielt attackiert werden, was sie aber auch werden. Also auch da gibt es eben viele Punkte, wo man sagen kann, eine Abschiebepolitik, wie sie derzeit betrieben wird nach Afghanistan, ist so nicht zulässig. Und der UNHCR ist zum selben Ergebnis gekommen. Er hat jetzt gerade im August eben neue Guidelines, neue Richtlinien veröffentlicht und gesagt, Kabul kommt als innerstaatliche Fluchtalternative nicht mehr in Frage. Und genau, darauf müsste man jetzt erstmal reagieren. Wir haben das mehrfach im Ausschuss angemahnt und gesagt, wir wollen jetzt von der Bundesregierung bitte hören, was es denn konkret bedeutet für die Afghanistan-Abschiebepolitik.
und haben bisher die Antwort bekommen, dass man diese Guidelines zwar zur Kenntnis nimmt, aber sie nicht zur Grundlage macht. Ich persönlich finde, und so lese ich auch das Asylrecht, dass man diese Wahl gar nicht hat. Ja? Die Guidelines des UNHCR müssten verbindlich sein und insofern müsste das jetzt zu einer veränderten, ja, zu einem veränderten Umgang mit der Abschiebung, mit Abschiebung nach Afghanistan eigentlich führen. Tut es aber nicht, was wir scharf kritisieren, um das zum Abschluss zu bringen. Und das bringt mich sozusagen jetzt um das Einleitungsstatement, ist ja jetzt auch bei der Länge, wie die ich schon rede, auch euphemistisch, aber zu meinem letzten Gedanken, den ich gerne hier einmal platzieren möchte. Also ich glaube momentan, und das sieht man an vielen Stellen in der Asylpolitik, das Hauptproblem, und das wurde eben gerade auch so ein bisschen schon kritisiert und bewegt das Thema, das Hauptproblem ist meiner Meinung nach, dass wir eine komplett innenpolitisch motivierte Außenpolitik betreiben. Oder mindestens, dass wir unsere Außenpolitik immer unglaubwürdiger machen durch die Innenpolitik, die wir hier in diesem Land betreiben. Man sieht das bei den sicheren Herkunftsstaaten, bei dem EU-Türkei-Abkommen, aber man sieht es eben auch gerade beim Umgang mit Afghanistan. Ja, und das ist etwas, was, glaube ich, erstens der Bundesrepublik nicht gut ansteht und zweitens wirklich zu extrem hohen Schaden für einzelne Menschen führen kann. Insofern würde ich dieses Panel gerne auch dafür nutzen, zum einen das Bundesinnenministerium herauszufordern, auf meine Sorgen zu reagieren, ja, weil ich wirklich glaube, dass wir mit dieser verzerrten Debatte tatsächlich außenpolitisch, aber auch innenpolitisch sehr viel Schaden anrichten können und schon angerichtet haben. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Luise Amtsberg. Herr Klose, Sie sind jetzt hier direkt angesprochen worden. Bevor Sie entgegnen, würde ich die Frage gerne noch ein bisschen konkretisieren. Es hat im Juni ein Urteil gegeben vom Verwaltungsgericht in Kassel. Das schreibt nämlich, es kann nicht mehr davon ausgegangen werden, dass alleinstehende, männliche, arbeitsfähige, gesunde Afghanen sich eine neue Existenz in Kabul oder einer anderen größeren Stadt aufbauen können. Da gab es eine parlamentarische Anfrage dazu, ob die Bundesregierung das teilt. Und die Antwort des Innenministeriums war, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sieht diese Auffassung, dass es eben möglich ist, sich eine neue Existenz aufzubauen, nicht im Sinne einer allgemeingültigen Feststellung, sondern als Regelvermutung, wobei die Herkunftsländer-Leitsätze eine sorgfältige Prüfung von individuellen Umständen vorsehen, die diese Regelvermutung beeinflussen können. Was für Umstände sind das denn? Ja, vielen Dank. Geht das? Ja. Für die Möglichkeit der Teilnahme, Sie haben vielleicht noch ein Programmheft gesehen. Ich bin nicht Gräfin Praschma vom Bundesamt. Und das geändert. Sie waren angekündigt auf der Webseite. Ah ja, sehr nett. Ich wollte es nur mal für die sagen, die was anderes erwartet haben und vielleicht die Gründe für unser Selbsteintritt hier vielleicht erläutern, weil die vielleicht auch auf ihre Frage eine Antwort liefern. Es ist ja, wie Frau Amtsberg sagt, eine Debatte, die sehr emotional geführt wird. Auch ich würde die Bewertung teilen, dass sie verzerrt geführt wird, allerdings glaube ich mit einer anderen Argumentation, weil hier geht es um eine sehr grundsätzliche Frage, nämlich der Frage der Durchsetzung geltenden Rechts des Deutschen Bundestages und das ist eigentlich unser Bestreben und das steht im Grunde der Bundesrepublik und den Bundesländern, die letztlich für den Vollzug des Aufenthaltsgesetzes zuständig sind, glaube ich, sehr gut an, dass auch tatsächlich zu tun. Bei der Diskussion, die geführt wird, muss man ja differenzieren ganz stark, dass wir nämlich, und insoweit will ich auch gar nichts relativieren, niemand ist zufrieden mit der Lage in Afghanistan und der Entwicklung, gerade auch mein Haus, was sich ja auch seit vielen Jahren sehr stark engagiert in Afghanistan, was den Polizeiaufbau angeht und andere Aktivitäten, aber auch die gesamte Bundesregierung sich sehr darum bemüht ist, den Friedensprozess zu betreiben in Afghanistan. Und soweit sehen wir natürlich mit Sorge, dass die Bemühungen nicht, also dass die Situation so ist, wie es ist. Ich brauche da auch nichts zu beschönigen. Nur, man muss eben sehen, was bedeutet das für eine Asylbeantragstellung hier in Deutschland? Das bedeutet, und das ist der Kern des Asylrechts, dass jede Einzelperson ihr Verfolgungsschicksal hier darlegen kann. Und jede Einzelperson bekommt auch ihr Verfahren. Und viele Afghanen haben sehr begründete
Furcht vor Verfolgung, können dies darlegen und bekommen eine Anerkennung. Möchte ich auch nochmal sagen, wir haben ja in den letzten 3 Jahren etwa unsere afghanische Diaspora verdoppelt von etwa 125.000 auf etwa 250.000 Personen. Und jede Person bekommt ein derartiges Asylverfahren. Jede Person, die tatsächlich dann abgelehnt wurde, durchläuft ein gerichtliches Rechtsschutzverfahren. Jede Person. Jede Person hat auch die Möglichkeit, wenn jetzt die Entscheidung schon etwas zurückliegt, einen Folgeantrag zu stellen. Mit anderen Worten, jede Person, die hier um Schutz nachsucht, bekommt ein Asylverfahren. Zielgruppe, worüber wir uns heute unterhalten, sind gerade nicht diejenigen, denen ein individuelles Recht auf Asyl zugesprochen wurde, sondern diejenigen, die eben das nicht glaubhaft darlegen konnten, die auch nach einer gerichtlichen Überprüfung eine negative Entscheidung bekommen haben. Und das ist im Grunde der Kern der Diskussion. Die Frage, wie ist die Situation zu bewerten in Afghanistan? Und da möchte ich Ihnen dann doch widersprechen, Frau Amtsberg, diese Pauschalität kann nur zu unangemessenen Ergebnissen führen. Ich kann nicht sagen, ganz Afghanistan undifferenziert ist sozusagen ein unsicherer Ort. Ich kann da niemand hinschicken. Da leben 34 bis 36 Millionen Menschen. Die leben dort, die haben dort eine Existenz und die meisten sind eben nicht politisch engagiert. Ich will das auch nicht beschönigen. Das sind jetzt nicht aus deutschen Maßstäben mag das manches schwierig erscheinen. Es ist auch schwierig in Afghanistan. Nichts wird beschönigt. Aber Tatsache ist, dort leben sehr viele Menschen, Zivilisten, im Grunde ein afghanisches Leben, wenn ich es mal so bezeichnen darf. Und das ist der im Grunde der Maßstab, den wir anlegen müssen. Was ist, und das ist im Grunde kein Kriterium, was sich das Bundesinnenministerium ausgedacht hat, sondern für uns ist immer maßgebend und überhaupt bei der ganzen Durchführung und im Grunde sind wir auch letztlich nur unterstützend tätig für die gesetzliche Aufgabe durchgeführt von den Bundesländern. Unsere Maßgabe ist, dass wir individualisierte Verfahren haben, dass die Rechtsprechung diese Praxis trägt und wir im Grunde logistisch dies unterstützen und im Grunde rechtlich es auch für geboten halten, dass dem Rechnung getragen wird. Wenn ich also eine individuelle Verfolgung ablehnen muss, verbleibt ein allgemeines Lebensrisiko. Hierzu gibt es Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und insoweit ist das unser Maßstab. Das ist dann in der Ausformung der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts. Wir erfinden nichts, es ist im Grunde keine Politik im Sinne von, wir machen das jetzt mal so, schicken die Leute nach Afghanistan, sondern das sind die Kriterien, die wir uns selbst für alle Herkunftsländer gesetzt haben, angewandt auf das Herkunftsland Afghanistan. Und dazu gehört, Sie wollen ja auch eine konkrete Antwort auf Ihre Frage, dass wir, wenn wir dann die individuelle Verfolgung eben prüfen, dass wir uns den Fall ganz genau anschauen. Und wenn das VG Kassel eine Behauptung aufstellt, dann ist das erstmal ernst zu nehmen, denn da muss man schauen, was für Erkenntnisquellen liegt dem zugrunde. Der UNHCR, die UNHCR-Einschätzungen sind natürlich eine Erkenntnisquelle, die wir auch dazu heranziehen. Sie sind aber jedenfalls nach geltendem Recht, Sie können sich ja gerne dafür einsetzen, aber nach geltendem Recht sind sie nicht verbindlich, sondern eine Erkenntnisquelle. Und um sozusagen etwas mal auf die andere Waagschale zu werfen, die Europäische Asylagentur hat eben auch in Kenntnis der UNHCR Einschätzung, eine gegenläufige Einschätzung gegeben, und zwar nach einer individualisierten Prüfung, dass man wirklich schaut, pro Person, kann denn tatsächlich diese Person jetzt, wenn es um Kabul geht, in Kabul sich integrieren, welche Perspektiven hat die, kann man sie sozusagen gefahrlos dorthin schicken oder sind Verfolgungskriterien erfüllt. Das ist also nie etwas, was ich pauschalisieren kann und das ist das, was ich eben verzerrt finde an der Debatte. Wir können allgemeine Einschätzungen hier nicht eingeben. Ich brauche den Vortrag der betroffenen Person. Aus welchen Gründen glaubt sie denn, dass sie verfolgt würde in Afghanistan? Und dann muss ich sozusagen alles ausrollen, welchen ethnischen Ursprung hat sie, welches soziale Netzwerk, also welche Art soll die Verfolgung sein. Das sind alles Kriterien, die dort intensiv geprüft werden und was wir betreiben, ist normaler Gesetzesvollzug. Jetzt sitzt das Europäische Asylunterstützungsbüro, das sagt, man kann Leute wieder nach Afghanistan schicken, auf Malta. Der UNHCR, der vor Ort ist, sagt, das ist nicht möglich. Was weiß denn das EASO, was der UNHCR nicht weiß? Der Sitz einer Verwaltungsbehörde,
die im Grunde das Wissen aller Mitgliedstaaten zusammenfasst, ist, glaube ich, nicht relevant hier und insoweit jedenfalls dem nicht abträglich. Alle Mitgliedstaaten sind letztlich auch im VN-Netzwerk und sonst mit internationalen Organisationen. Es gibt auch weitere Erkenntnisquellen neben dem UNHCR. UNAMA ist, glaube ich, in der Diskussion, die wir hier führen, auch ganz zentral. Alle anderen Akteure, die da unterwegs sind, auch. Wir haben selbst, anders als in vielen anderen Herkunftsländern, erhebliche Kräfte vor Ort, sodass wir eine Vielzahl von Einschätzungen haben und unsere europäischen Partner eben auch. Und die Idee, und das wird ja auch häufig auch gefordert, ist, dass wir auf europäischer Ebene uns eben abstimmen, auch über Fragen der tatsächlichen Art, welche Herkunftsländer, welche Verfolgung kann dort bestehen. Und dieser Abgleich führt eben dazu, bei dem Herkunftsland Afghanistan, dass man sich zu dieser Analyse eben sozusagen das niedergelegt hat. Und das ist die Einschätzung der europäischen Staaten, die unterschiedlichste Quellen haben. Jetzt haben mir viele Leute Hoffnung gesetzt in den neuen Lagebericht und darauf, dass sich das dann in den Herkunftsländerleitsätzen, also den Grundlagen, nach denen das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Asylanträge bearbeitet, dass sich das darin niederschlägt. Auch danach ist das Innenministerium gefragt worden. Und sagen, die Frage war, inwieweit dieser neue Lagebericht also Eingang gefunden hat. Und die Antwort war ein wenig sibyllinisch: Neben der obligatorischen Aktualisierung zur Lage in Afghanistan wurde vor allem die Notwendigkeit einer problembewussten Einzelfallprüfung auch im Hinblick auf interne Schutzmöglichkeiten betont. Hat es das vorher nicht gegeben, das Problembewusstsein? Niemand im BAMF ist ein tumber Entscheidungsautomat. Ja, sondern natürlich, und das ist jedem Entscheider auch Entscheiderin bewusst, dass eine sehr verantwortliche Aufgabe dort gemacht wird und dass das Gegenüber natürlich auch erheblich sagen, betroffen sein kann an Leib und Leben, wenn man hier eine falsche Entscheidung trifft. Also eine hohe Verantwortung ist da von Anfang an. Und insoweit, es ist ja nicht so, dass wir das ignorieren würden, was das UNHCR sagt, sondern es fließt eben ein in diese von mir eben genannte Einzelfallprüfung. Nur kann ich daraus eben keine pauschalen Ableitungen machen. Aber wie sind denn konkret diese Herkunftsländerleitsätze angepasst worden? Naja, ich kann jetzt, insoweit habe ich das gleiche Schwierigkeit wie Frau Amtsberg eben, jetzt nicht aus einer Verschlusssache zitieren, aber es hat eben eine Anpassung gegeben, die insbesondere, und soweit haben wir das ja auch öffentlich auch kommuniziert, nochmal sensibilisiert und das gilt natürlich insbesondere auch, insoweit nochmals, das BAMF agiert nicht isoliert, sondern wir haben natürlich Rechtsprechung hierzu und es wird auch jetzt im Nachgang, das gibt es ja auch schon, es gibt verschiedene Obergerichte, VG Münster habe ich gesehen und auch VGH Baden-Württemberg, also OVG Münster natürlich und VGH Baden-Württemberg, die durchaus auch eine inländische Fluchtalternative für den Raum Kabul als anzunehmen, jedenfalls für den jeweiligen Einzelfall. Also dass für diese Person, wo es entscheidungsrelevant war, durchaus das angenommen werden kann. Man muss sich mit jedem Menschen dort auseinandersetzen und seinem Verfolgungsschicksal. Haben Sie die Verwaltungsgerichte angesprochen? Das ist nicht geheim, darüber gibt es öffentlich zugängliche Statistiken. Und die sagen, dass im ersten Halbjahr diesen Jahres es 39% aller Fälle, in denen Afghanen gegen ihren Asylbescheid geklagt hatten, sie Schutz zugesprochen bekommen haben vom Verwaltungsgericht. Und das waren erheblich mehr als im Schnitt aller anderen Herkunftsländer. Da waren es nämlich nur 17%. Die Quote der Zurückgewiesenen ist umgekehrt sehr gering, 28% gegenüber 37% bei allen Herkunftsländern. Sind das Zahlen, die Sie zum Anlass nehmen, über die Spruchpraxis nachzudenken, dass Sie sagen, da offensichtlich liegen wir so oft falsch, das hat vor Gericht so selten Bestand, da müssen wir was ändern und wenn ja, was? Also Ihre Zahlen führen mich jetzt nicht zu der Analyse, das hat so selten Bestand, sondern grundsätzlich hat es Bestand. Und Sie können sich vorstellen, dass die Richterschaft genauso sensibilisiert ist, vielleicht noch stärker sensibilisiert ist, weil letztlich Sie die letztendliche Entscheidung darüber treffen, wird der Asylantrag rechtskräftig, bestandskräftig abgelehnt. Und insoweit machen sich die Richter das nicht einfach, sondern gehen auch in den Einzelfall rein. Das ist unser System. Das ist auch das Recht und sind natürlich durch die Diskussion in Deutschland über die verschiedenen, also auch wie die Diskussion geführt wird, glaube ich, extrem sensibilisiert, sodass sich die Zahlen, glaube ich, darin auch widerspiegeln. Entschuldigung, dass ich mich vielleicht nicht aus...
Ich sagte Ihnen ja schon, was sollten wir umdenken für eine individualisierte Prüfung? Wir sind nicht von Gesetzes wegen berufen, jeden Einzelfall zu entscheiden. Wir müssen natürlich sehen, dass natürlich, und insoweit wird das BAMF, wenn es sich jetzt hier eine Rechtsprechung durchsetzt, für bestimmte Sachen reagiert das BAMF immer, auch schon aus verwaltungsökonomischen Gründen, werden wir keine Entscheidungspraxis im BAMF sehen, die sich stetig gegen irgendwelche, Feststellungen der Rechtsprechung wenden. Das ist einfach nicht sinnvoll. Insoweit werden wir uns auch immer orientieren, auch an denen, was in Einzelverfahren herausgekommen ist. Aber ich kann es eben nicht generalisieren regelmäßig. Bleiben wir noch mal kurz bei den Zahlen. Also wenn man sagt, normalerweise ist etwa eine von fünf Entscheidungen hat vor Gericht keinen Bestand. Bei Afghanistan sind es mehr als doppelt so viele. Was folgt da aus Ihrer Sicht politisch draus? Oder folgt da gar nichts draus? Nochmals, es ist, wir haben eine volatile Sicherheitslage in Afghanistan und wir haben eine Unzahl von Einzelfällen, die wir natürlich auch generalisieren und systematisieren müssen. Und an unsere Rechtsprechungsdatenbank entsprechend anpassen und alle Erforderlichkeiten innerhalb des BAMF, und natürlich sind wir daran interessiert, eine geringere Aufhebungsquote auch für Afghanistan zu bekommen. Das liegt im Eigeninteresse. Es gibt keine allgemeine Politik, lehnt mal afghanische Asylanträge ab. Das wird ja auch alles vorgeworfen, es sei sozusagen Teil einer Politik. Wir machen die Publikumsrunde später, aber vielleicht, wenn Sie kurz darauf eingehen mögen. Finden Sie gut die Frage. Also ich gehe auf die E-Mail, Sebrasch, mich ist ja auch öffentlich geworden, dass es, oder die Behauptung, das ist keine allgemeine Praxis des BAMF. Wie gesagt, es handelt sich um eine Einzelfallprüfung. Und wir haben auch eine neue Amtsleitung hier, sodass ich das auch nur für die Vergangenheit fest oder so mal zur Kenntnis nehmen muss. Es hat so eine E-Mail gegeben. Und hier geht es darum, dass wir wirklich faire Asylverfahren für jeden Betroffenen hier hinbekommen. Aber es ist Tatsache so, und insoweit die Rechtsprechung trägt diese Anerkennungspraxis oder Ablehnungspraxis, je nachdem, eben mit. Und das ist auch das, was wir erleben bei den Maßnahmen. Wir haben ja bis zum letzten Tage dann auch Eilanträge. Wir haben auch extra dann bei jeder Maßnahme auch das BAMF vor Ort, damit wir auf gegebenenfalls auf kurzfristig vorgetragene Folgeanträge reagieren können. Wir haben ständig Interventionen seitens der Richterschaft, einschließlich des Bundesverfassungsgerichts, sodass also wir unter stetiger Kontrolle, und mit wir meine ich eben der Bund als ausführendes Organ, aber auch die Bundesländer, unter stetiger richterlicher Kontrolle üben wir das aus. Und insoweit für alle Personen, die eben rückgeführt, es gibt zwei Ausnahmen, aber wo es dann eben auch entsprechend korrigiert wurde, ist das eben rechtmäßig erfolgt. Und ich glaube, die zwei Ausnahmen zeigen eben auch, wenn Fehler gemacht wurden, müssen Fehler korrigiert werden. Und da muss notfalls das Verfahren dann eben erneut durchgeführt werden hier in Deutschland. Ich komme Ihnen jetzt doch nochmal mit Zahlen, und zwar mit der Entwicklung der Gesamtschutzquoten. Die ist sehr stark zurückgegangen. 2016 55%, 2017 ich glaube 44%, jetzt nur noch 36%. Und das in der Zeit, in der die Nachrichten aus Afghanistan, sagen wir mal, eher immer noch schlechter geworden sind. Wie geht das zusammen? Immer mehr Anschläge, immer mehr Tote und immer weniger Asylanerkennung. Ja, aber auch das hier, dieses immer mehr, ist mir einfach viel zu pauschal. Ich weiß gar nicht, was es da zu lachen gibt. Denn wenn Sie sich mal den Berichten von UNAMA auseinandersetzen, da würden Sie sehen oder genau wissen, was ich meine. Denn ich war zweimal in Kabul. Das ist die Frage. Ich bin kein Afghane. Und ich weiß, dass es nicht einfach ist.
Vielleicht gestatten Sie mir einfach darauf einzugehen, auf die Frage des allgemeinen Lebensrisikos, worauf ich eben schon mal kurz hinwies. Und das ist das Kriterium. Ich leugne keinen einzigen Sicherheitsvorfall bzw. Anschlag mit Opfern. Das ist einfach tragisch und Deutsche Botschaft in Kabul und aber auch das Generalkonsulat war ja auch selbst betroffen. Das waren natürlich gezielte Anschläge auch gegen die internationale Gemeinschaft da vor Ort. Und das ist ja genau die Differenzierung, die ich versuche hier einzuführen in die Diskussion, dass man eben differenziert zwischen der individuellen Verfolgung und dem allgemeinen Lebensrisiko für afghanische Zivilisten in Afghanistan. Und darum geht es. Wir wollen Menschen, abgelehnte Asylbewerber aus Afghanistan zurückführen in ihr Land, wo andere Afghanen wohnen. Und dann ist die Frage, können wir das tun? Ist das allgemeine Lebensrisiko, und da gibt es eben Rechtsprechung dazu, gibt es ein Real Risk, das nicht rechtlich konform wäre und ein Verstoß gegen Artikel 3 der Menschenrechtskonvention, Europäischen Menschenrechtskonvention wäre, kann ich das tun, ja oder nein? Und nach den Kriterien, die die Rechtsprechung eben entwickelt hat, Bundesverwaltungsgericht, ist eben die Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts bei weitem nicht, entspricht nicht dem Level, der notwendig wäre, um ein derartiges allgemeines hohes Lebensrisiko anzunehmen. Wie gesagt, das sind Maßstäbe, die die Rechtsprechung entwickelt hat, und es spiegelt sich eben auch im UNAMA-Bericht, und insoweit muss ich dem widersprechen, jedenfalls mit Blick auf die zivilen Opfer. Wir hatten 2016, ich meine, jedes Opfer ist zu viel, ja, 2016 eben 11.500 getötete und verletzte Zivilisten in Afghanistan. 2017 ist das um etwa 9% zurückgegangen, dieser Wert. Man kann also nicht sagen, dass die zivilen Opfer ständig steigen würden dort, sondern wir haben auf hohem Niveau, das ist ja gar nicht in Abrede zu stellen, aber jedenfalls nach den Maßstäben der Rechtsprechung nicht hinreichend relevant hoch das allgemeine Lebensrisiko. Und auch die ersten 9 Monate diesen Jahres setzen den Trend vom vergangenen Jahr fort. Mit anderen Worten, wir haben stagnierende Opferzahlen unter der Zivilbevölkerung in Afghanistan. Das ist das Faktum. Das bedeutet nicht, dass jetzt alles toll ist in Afghanistan, dass es keine Sicherheitsereignisse, Vorfälle, Anschläge gibt, wo auch viele zivile Opfer darunter sind. Ich muss aber eben feststellen, rein objektiviert, dass von der Quantität her es nicht mehr Opfer gibt in Afghanistan. Das ist die Faktenlage. Dankeschön, Bernd Misowitsch. Die hatten sich schon gemeldet. Ich glaube, es gab Dinge, auf die Sie eingehen wollten. Ich wollte Sie noch 2 Dinge ohnehin fragen. Nämlich das eine aus Ihrer Sicht, woran liegt es denn, dass so viele afghanische oder Asylbescheide von Afghanen dann später auf der Gerichtsebene wieder aufgehoben werden? Was liegt da strukturell im Argen? Und hat nach Ihrer Beobachtung sich jetzt irgendwas durch die Anpassung der Herkunftsländerleitsätze geändert in der Spruchpraxis? Ja, die kann man einfach oder komplex beantworten, die Frage. Also ich denke, man muss noch mal eingehen auf die Arbeit des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in den Asylverfahren. Ich hatte den Eindruck, dass Herr Dr. Gloß so immer von wir spricht, wenn er vom Bundesamt spricht. Und ich denke, nach den Desastern der Vergangenheit würde ich dazu Vorsicht raten. Also praktisch jede Beantwortung einer Bundestagsanfrage zum Thema Qualitätsmanagement Bundesamt und Angemessenheit auch der Afghanistan-Entscheidung war doch sehr, sehr, sehr überraschend. Also ich versuche mal zu sagen, welche Entscheidungen mir zum Beispiel auf den Tisch kommen. Es gibt beim Bundesamt durchaus fähige Entscheider, die den Vortrag des Menschen, der vor Ihnen sitzt, zur Kenntnis nimmt. Sonst hätten wir weder die Entscheidungsquoten der Vergangenheit gehabt, noch die aktuellen, die ja trotz des hohen Drucks aus der Politik, Herr de Maizière, glaube ich 2014, der schon gesagt hat, die haben eigentlich grosso modo keine Fluchtgründe, die Afghanen, trotz dieses seitdem bestehenden Drucks der Politik nicht so zurückgegangen sind, wie man sich das offensichtlich im politischen Bereich wünschte. Also erstmal Bundesamt nicht pauschal beurteilen, ebenso nicht die Gerichte. Aber es gab in dieser Zeit, wo viele Afghanen kamen und bis heute zum Teil in etwas geringeren Zahlen kommen, sehr viele neue, schlecht ausgebildete Entscheider, die sofort eingesetzt wurden, die man bis heute
mit Zeitverzug nach und nach nachschuld. Der Prozess ist nicht, noch nicht zu Ende. Und es kommen Entscheidungen heraus, wo sich halt diese, ich sag mal, freundlich unsicheren Menschen daran orientieren, dass was so von der Hausspitze erwartet wird, da braucht man gar nicht schriftlich was zu liefern. Also keine Vorgaben, es gibt sicher keine Vorgaben dieser Art, die da ständig durchgesetzt werden. Da kommen Entscheidungen raus, da verschwindet das Einzelschicksal, was vorgetragen worden ist, vollständig hinter den zwei, drei großen juristischen Komplexen. Man hat wird teilweise noch protokolliert, teilweise überhaupt nicht mehr. Und dann geht es zur Frage, geht es in die Fragen hinein, hat der Betreffende die Möglichkeit der inländischen Fluchtalternative, was dann häufig ohne weitere Umstände mit Ja beantwortet wird. Und es gibt halt das Argument der Gefahrendichte bei der Frage des möglichen Abschiebungsschutzes. Es gibt nicht, ich sage mal ein bisschen zynisch jetzt, es gibt nicht genügend Tote, ich sage da gleich noch was zu diesem Maßstab. Und also sie haben sehr unterschiedliche Entscheidungen und auch einem Teil der Verwaltungsrichterschaft bin ich dankbar, dass viele dieser Entscheidungen nochmal ernsthaft geprüft werden, dass die Richter sogar sich die Mühe machen, die Sachverhaltsaufklärung, die beim Bundesamt oftmals nicht wirklich erfolgt, nachzuholen. Das ist ein mühsamer Prozess. Und dann zu einer anderen Entscheidung zu kommen, nämlich aufgrund auch dessen, was ja nicht nur in den neuen Guidelines drinsteht, sondern auch vorher möglich war. Auch Herr Dr. Kloß sagt, es gibt ja viele Gefahrenkonstellationen, die zu berücksichtigen sind. Und das Bundesamt hätte sicher in der Vergangenheit die Möglichkeit gehabt, den Verwaltungsgerichten die Arbeit großenteils zu ersparen, indem es ordentlich gearbeitet hätte. Seit 2017 wird unter dem Begriff Qualitätsmanagement Besserung versprochen. Ich bin da nicht sehr optimistisch. Es gibt zwei Punkte, an denen man schwer vorbeikommt. Das ist eben diese alte Rechtsprechung zur Gefahrendichte, also Afghanistan ist nicht gefährlich genug. Ich verweise darauf, dass in dem ersten Panel vorhin ein anderer Begriff von Gefahr einfach mal in den Raum gestellt worden ist. Man kann ja auch obergerichtliche Rechtsprechung verändern wollen mit politischen Argumenten perspektivisch, nämlich fast die ganze afghanische Bevölkerung hat in ihren Familien Prozesse der Vertreibung, des mehrfachen Vertriebenswerdens erlebt. Natürlich erleben die Menschen die Attentate und Unsicherheiten. Sie erleben die Strategie der Taliban, die erst von Einzelanschlägen zu gezielten Anschlägen in sicherheitsrelevanten Bereichen, in Großstädten übergegangen ist. Und es gibt viele, viele verunsichernde Momente, wo ich sagen würde, die waren zum Teil vor 2, 3 Jahren noch gar nicht so drin. Also da hat sich viel verändert und bei der Auskunftslage ja ganz eindeutig und wichtig, die Zahl der umkämpften oder von Taliban beherrschten und von anderen, noch gar nicht zu reden, Warlords beherrschten Regionen, ist sehr viel größer geworden. Der größere Teil der afghanischen Distrikte ist eben nicht mehr sicher. So, und jetzt sagt die Bundesregierung zu dem Thema der Sicherheit, wo denn, sei es wie es sei, das interessiert uns nicht. Also in der Beantwortung einer Bundestagsanfrage heißt es dann, die Sicherheitslage wird derzeit in den meisten urbanen Zentren als ausreichend kontrollierbar beurteilt. Es gibt regional und temporäre Schwankungen. Und dann meiner Ansicht nach eine klare Falschinformation vor dem Hintergrund der sonstigen Ausgangslage. 2/3 der Gesamtbevölkerung leben in ausreichend kontrollierbar zu beurteilenden urbanen Zentren des Landes. Also dieses ausreichend kontrollierbar ist ein völlig anderer Gefahrenbegriff, nochmal der hier auftaucht und der völlig, völlig in diffus ist gegenüber vielem, was wir heute auch in dem ersten Panel an konkreten Gefährdungsmomenten für die Bevölkerung erlebt haben. Jetzt war es ja so, dass dieser neue Lagebericht lange Zeit erwartet worden ist und der teils jetzt durchaus so interpretiert wird, dass sich daraus ganz neue Anknüpfungspunkte für Asylfolgeanträge ergeben. Welche sind das denn und wie lassen die sich in der Praxis einlösen? Naja, eine wesentliche Veränderung der Sicherheitslage lässt sich durchaus als einen Grund für einen Folgeantrag anführen, dass eben Kabul, auf die viele Leute als inländische Fluchtalternative verwiesen worden sind, nach Meinung der UNHCR-Guidelines ausfällt, wäre ein Grund für einen Folgeantrag.
Und selbst einiges, was im neueren Lagebericht des Auswärtigen Amtes steht, nämlich früher wurde in vielen Bescheiden reingeschrieben, wenn der Mensch jetzt zurückgeht, geht er ja in urbanes Zentrum und da ist es so, sind die Verhältnisse so anonym, also kann er anonym bleiben und muss nicht befürchten, verfolgt zu werden oder gefunden zu werden. Das steht auch selbst im Lagebericht des Auswärtigen Amtes anders, sodass man annehmen müsste, einen erfolgreichen Folgeantrag hinzubekommen. Es sind auch in relativ großem Ausmaß Folgeanträge gestellt worden. Aber wir haben ein Ressourcenproblem oder ein faktisches Problem. Viele afghanische Asylantragsteller sind schon lange da, waren lange geduldet und nicht jeder bekommt es mit, weil auch den Kontakt zum Rechtsanwalt oder der Anwältin verloren hat, dass diese Möglichkeit besteht. Man versucht es natürlich über Beratungsstrukturen darauf hinzuweisen, aber flächendeckend bekommt man das nicht hin. Und von der subjektiven Seite her, viele dieser lange hier Lebenden, die zum Teil auch als Minderjährige, zum Teil als unbegleitete Minderjährige gekommen sind, haben nicht die Kontakte, in denen sie es mitbekommen würden und waren etwas arglos. Das heißt, man hat ja da bestimmte Fristen, die einzuhalten sind nach Kenntnisnahme. Und deswegen glaube ich, dass nicht in dem Ausmaß Folgeanträge gestellt worden wären, wie es vielleicht sinnvoll wäre. Über die Erfolgsaussichten, glaube ich, muss man im Moment noch ein bisschen spekulieren. Dankeschön. Herr Krösser, über die Hamburger Linie bei den Rückführungen reden wir gleich noch, aber erst noch mal zu den Verfahren. Würden Sie sagen, dass wenn sich die Lage dahingehend ändert, dass es einen neuen Lagebericht gibt und dass für viele, deren Ablehnung ja zum Teil sehr lange Zeit schon zurückliegt, der möglicherweise die Chance bietet, auf dem Weg eines Asylfolgeantrages doch noch Schutz zu bekommen, dass das was ist, wo die Behörden in einer Art Bringschuld sind und die Betroffenen darauf aufmerksam machen müssen? Gibt es irgendeine Anweisung beispielsweise an die Hamburger Ausländerbehörden, das aktiv zu kommunizieren? Nein, eine solche Anweisung gibt es nicht, um es ganz deutlich zu sagen. Das liegt aber vielleicht auch an der Linie, die wir im Moment im Zusammenhang mit Afghanistan verfolgen, weil wir zurzeit als Ausländerbehörde Hamburg uns bei den Rückführungen von afghanischen Staatsangehörigen auf Einzelfälle beschränken und bei den Einzelfällen beschränken wir uns auf Personen, die straffällig geworden sind, alleinreisende Männer, die straffällig geworden sind. Und bei denen weisen wir nicht noch einmal auf einen Asylfolgeantrag hin. Generell muss ich Ihnen allerdings sagen, wir haben eine relativ große afghanische Gemeinde in Hamburg. Und wir kennen auch die Situation von bereits länger hier in Deutschland lebenden Afghanen, die eine Ablehnung erhalten haben, sich dann aufgrund des bestehenden Rückführungsstopps zunächst mal auch nicht weiter um eine andere Situation im ausländerrechtlichen Sinne bemüht haben. Das heißt, sie haben sich nicht bemüht, eine Aufenthaltserlaubnis oder Ähnliches zu bekommen. Hat in Hamburg noch eine Sondersituation, dass es eine sogenannte Senatorenregelung gab, die für viele abgelehnte Asylbewerber eine Aufenthaltserlaubnis auf Grundlage 25.5 Aufenthaltsgesetz gegeben hat. Die waren alle sehr erschreckt, als dann diese Rückführung... Entschuldigung, das ist ein Aufenthaltsrecht, das vom Land ausgesprochen wird. Das ist eine ausländerrechtliche Auslegung des Ausländerrechts gewesen. Und die waren alle sehr erschreckt, als dann diese Rückführungsmöglichkeit nach Afghanistan wieder eröffnet wurde. Da haben wir festgestellt, dass ein wesentlicher Fehler in der Vergangenheit war, dass die Leute nicht ermuntert worden waren, statt auf Asylfolgeanträge in späterer Zeit mit allen Problemen zu setzen, die dann tatsächlich auch entstehen, das muss man mal ganz deutlich sagen, auch in der Nachweisproblematik für den Betroffenen, dass die Problematik eher darin bestand, dass man sich nicht ausreichend darum bemüht hatte, die zu integrieren. Das heißt, denen den Weg aufzuzeigen, über den ganz normalen Verbleib hier ein Aufenthaltserlaubnis zu erwerben. Denn viele waren schon 4, 5 Jahre hier. Das heißt, die hätten eigentlich die Option gehabt, über den ganz normalen 25a, 25b möglicherweise irgendwo eine Aufenthaltserlaubnis reinzukommen, wenn sie Integrationsanstrengungen gezeigt hätten. Und das war dann eher das Problem. Das heißt, der Weg für länger hier aufhältliche Afghanen ist aus unserer Sicht eher, die Integrationsbemühungen zu unterstützen, Integrationsleistungen nachzuweisen und darüber in die normalen, schon heute vorhandenen Möglichkeiten der Aufenthaltserlaubnis zu kommen.
wenn die Innenbehörde wohlwollend ist, was ja nicht in allen Bundesländern gleichermaßen der Fall ist, wie man weiß. Herr Müller, Sie arbeiten in Bayern, bei Ihnen landen die, bei denen alles sozusagen vorher nichts gebracht hat, die kommen nämlich dann ins Abschiebegefängnis und Sie versuchen dann in den letzten Wochen oder Tagen vor der Abschiebung dann nochmal zu intervenieren. Was für Biografien sind das, von denen Sie da berichtet bekommen? Was sagen die Leute über die Phase, bevor sie in Abschiebegewahrsam genommen worden sind, und was können Sie dann noch machen? Vielleicht erstmal einen kurzen Überblick über Abschiebehaft in Deutschland. Also Bayern hat zwei Anstalten in Eichstätt und Erding und stellt aber ungefähr ein Viertel, geschätzt ein Viertel der Abschiebehäftlinge, der Abschiebehaftplätze in ganz Deutschland. Es wird derzeit in 9 Bundesländern vollzogen, Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, da gibt es nur für Gefährder so eine kleine Einrichtung, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz. Nordrhein-Westfalen ist auch nochmal eine große Einrichtung mit 150 Plätzen, 140. Das dürfte auch die größte sein in Büren. Und dann kommen wir aber in Bayern mit etwa 120 Plätzen. Jährlich 4.000 bis 5.000 Abschiebehäftlinge, darunter jeden Monat eine kleine Gruppe Afghanen. Die lerne ich irgendwie kennen, manchmal nur ganz flüchtig, weil ich gehe nur wöchentlich rein, ich gehe nicht jeden Tag da rein, einmal in der Woche. Und wenn dann eben vor dem anvisierten Termin einige inhaftiert werden, dann lerne ich die, wenn es der Zufall will, kennen. Ich kann nicht auf die zugehen. Wir haben einen Raum, zu dem die Häftlinge kommen können, zu unserer Beratungsstunde. Und in der Regel kommen sehr viele, 40, 50. Und wir haben 2 Stunden Zeit. Und dann frage ich auch immer, sind Afghanen da? Also gerade wenn es auf den nächsten Termin zugeht. Und ich habe mal in den Akten geschaut, was ich so dokumentiert habe. Also von den insgesamt knapp 20 Flügen, 19 waren es vielleicht seit Dezember 2017 erst. Okay, gut. Ich weiß auch nicht, wie viele Personen insgesamt abgeschoben wurden in diesen Sammelflügen, aber ich weiß, ich habe mit 49 Kontakt gehabt in dieser Zeit. Und davon wurden 29 abgeschoben. Also in 20 Fällen waren wir erfolgreich. Jetzt kommen wir zu der Frage, was können wir noch tun als Jesuitenflüchtlingsdienst, zusammen übrigens mit Pro Asyl und mit dem Bayerischen Flüchtlingsrat. Wir können natürlich Rechtshilfe noch versuchen anzubieten, Anwälte zu finden, die in letzter Minute eben noch ein Folgeverfahren übernehmen, sofern es nicht schon abgelehnter Folgeantrag vorliegt. Und es sind tatsächlich oft Leute, die das versemmelt haben, muss man sagen. Aber auch Herr Dr. Kloß, manche haben auch schlicht nicht das Geld, sich hochzuklagen. Denn ein Anwalt wird ja nicht ohne irgendeinen Vorschuss oder irgendeine Kostenzusage was machen können. Also er kann es pro bono in einigen Fällen, aber nicht flächendeckend. Dann wird er ruiniert. Also diese Verfahrenskostenhilfe beantragen und so weiter, was immer alles schön klingt, kann man machen. Funktioniert aber nicht in der Praxis so, wie es wünschenswert wäre. Also letztlich müssen dann Organisationen wie Pro Asyl oder auch wir, die kleineren Jesuiten-Flüchtlingsdienst, müssen zumindest einen Zuschuss zusagen zu den vielleicht 1.000 Euro, die dann noch nötig sind. Wenn man mal rechnet, neben der Haftbeschwerde braucht es ja auch dann eventuell ein Klageverfahren vor dem Verwaltungsgericht. Und wenn da eine Eilentscheidung ergeht, geht es ja bis zum Bundesverfassungsgericht hoch. Und das ist also mit unserem Fonds jedenfalls nicht zu stemmen. Und das ist auch die große Not, wenn ich jetzt Leute treffe und wenn es nur 3, 4 sind, dann muss ich schon vorab entscheiden, für einen reicht es vielleicht das Geld, aber nicht für alle 4. Und wir hatten natürlich auch gute Entscheidungen, denn sonst wären, also zumindest nach meiner Statistik, nicht diese 20 Personen von 49 zumindest freigelassen worden. Einige nur freigelassen, da war es dann keine Asylentscheidung, sondern nur eben eine Haftbeschwerde, die erfolgreich war. Übrigens, ich weiß nicht, wer es heute gesagt hat, die Termine werden nicht mehr, oder werden sie noch genannt, werden sie nicht mehr genannt.
sie müssen eigentlich in Haft genannt werden. Da haben wir eine Entscheidung vom Landgericht München vom Februar diesen Jahres. Da hat die Bundespolizei so argumentiert als zuständige Ausländerbehörde, ja, wir können den Termin leider nicht nennen, das ist Verschlusssache, weil irgendwelche Organisationen den nachher verbreiten. Und damit eben auch einen Haftantrag gestellt. Wir können leider nicht sagen, wann der Betroffene abgeschoben werden soll, irgendwann nächsten Monat. Und darauf hat natürlich das Landgericht gesagt, so geht's nicht. Wenn der Termin bekannt ist, und er ist ja offenbar bekannt, wenn er schon unter Verschluss ist, dann muss der genannt werden. Das hat dazu geführt, dass, ja, schön, das hat mich auch, es gab zumindest zwei Freilassungen aufgrund dieses Beschlusses. Allerdings, der eine wurde draußen dann wieder verhaftet, am gleichen Tag, weil nämlich das Amtsgericht einfach einen neuen Beschluss erlassen hat und da den Termin reingeschrieben hat. Und der andere wurde gar nicht erst freigelassen, weil auch das Amtsgericht blitzschnell einen neuen Haftbeschluss nachgeschossen hat. Aber immerhin, der Termin muss genannt werden. Er wird aber nach wie vor nicht gescheit genannt, sage ich mal. Er wird vage genannt. Es wird jetzt meistens geschrieben in den Haftanträgen, ja, er ist noch nicht genau bekannt, der Termin. Es wird wahrscheinlich Mitte des Monats sein oder so irgendwie. Ich glaube nicht, dass das stimmt, aber jedenfalls, das ist eine Möglichkeit, wenn der Termin nicht genannt wird, obwohl er bekannt sein müsste, wäre das ein Grund, die Haft aufzuheben. So, und dann gab es halt auch einige erfreuliche Entscheidungen, sei es vom Verwaltungsgericht oder auch vom Bundesverfassungsgericht, dass eben die ja, die Abschiebung im Einzelfall nicht erlaubt wird. Ein anderes Problem, das wir besonders in Erding haben, also das ist die größere Einrichtung, Eichstätt ist die größere, dort haben wir das Problem, dass der Zugang zu Anwälten auch höchst problematisch erschwert wird, nämlich Anwälte werden auf den Postweg verwiesen. Also ich komme einmal die Woche rein. Wenn es gut läuft, kann ich eine Vollmacht unterschreiben lassen an dem Tag, wenn ich vorher schon weiß, da soll ein Anwalt tätig werden. Jetzt nehmen wir mal an, dass das nicht durch mich geschieht, dann wird ein Betroffener erstmal einen Anwalt suchen müssen. Es gibt keine Liste mit Anwälten in Eichstätt und es gibt keine gelben Seiten und es gibt natürlich auch keinen Internetzugang. Also muss er sich praktisch erinnern an seinen früheren Anwalt oder andere fragen, wen könnte ich denn überhaupt anrufen? Und dann würde sich der Anwalt vielleicht entscheiden, ich gucke mir das mal an, ich fax eine Vollmacht durch. Geht nicht. Faxverkehr mit Anwälten ist dem Sozialdienst untersagt. In Eichstätt. Das ist so eine Sonderregel, wie auch immer. Naja, aber da stellt sich mir schon die Frage, eine Inhaftierung durch Freiheitsentzug durch den Staat und gleichzeitig eine Erschwernis, an anwaltliche Hilfe zu kommen oder auf Verweis, der Jesuitenflüchtlingsdienst kommt der nächsten Mittwoch wieder. Und der Postweg, wie Sie wissen oder wie Sie denken können, ist natürlich zu lang für eine schnelle Unterschrift oder Zufaxen von Unterlagen, wenn es noch nur noch 3-4 Tage Zeit gibt, während die Post dann 6 Tage braucht für hin und zurück. Ist übrigens eine Anwältin hier in Berlin schon passiert und die hat es dann vorm Bundesverfassungsgericht auch so vorgetragen, dass sie die Vollmacht leider nicht rechtzeitig jetzt einreichen kann und da hat das Bundesverfassungsgericht gerügt. Also die Behörden gerügt und nicht die Anwältin. Ja, von den einzelnen Leuten kriege ich, wie gesagt, nicht viel mit. Es gibt natürlich Traumatisierte, das würde ich sogar als Laie noch feststellen. Es gibt Leute im Rollstuhl, die abgeschoben werden nach Afghanistan. Es gibt auch, muss ich auch sagen, der Vollständigkeit halber, bei den 49 waren sicher zwei, drei dabei, die haben gesagt, wir wollen jetzt zurück. Also wir brauchen keinen Anwalt. Wir gehen jetzt, schade, dass wir es nicht vorher geschafft haben, freiwillig auszureisen. Dann hätten wir auch noch eine Rückkehrhilfe bekommen und hätten das alles irgendwie besser organisieren können. Jetzt haben sie uns halt erwischt, dann gehen wir halt. Aber der Rest ist ja natürlich völlig wenig Straftäter, muss ich sagen. Also es ist wirklich nicht so, dass das jetzt, Bayern hat ja oft gesagt, wir schieben nur Straftäter ab oder Identitätsverweigerer, ist nicht so. Also ich würde mal grob schätzen, die Hälfte meiner Kontakte,
hatte sowohl sich um Taskierer bemüht, als auch keinerlei Straftaten begangen. Ich weiß nicht, jetzt rede ich vielleicht schon zu lange. Nee, das ist überhaupt nicht zu lange. Okay. Ich würde doch noch eine andere Frage stellen. Und zwar, Sie hatten mir zuvor gesagt, Sie kriegen relativ wenig mit darüber, was die Leute vorher gemacht haben, bevor die dann ins Abschiebegefängnis kommen. Aber was man aus Bayern ja immer wieder hört, ist, dass es Fälle gibt von Personen, die entweder in Ausbildung sind oder am Arbeitsplatz und teilweise von der Arbeitsstelle oder der Ausbildungsstelle herausgeholt werden und ins Abschiebegewahrsam genommen werden. Oder Leute, die jedenfalls eine substanzielle Integrationsleistung erbracht haben. Ist es für die dann leichter, soziale Netzwerke zu aktivieren, vielleicht auch Geld für den Anwalt aufzutreiben, um dann in den Wochen vor der Abschiebung nochmal tätig zu werden? Oder spielt das, wenn man erstmal im Gefängnis ist, dann gar keine Rolle mehr? Ja doch, das spielt eine ganz große Rolle. Natürlich, da würde ich jetzt auch als NGO-Mitarbeiter verstärkt drauf achten. Also im letzten Monat, im Oktober, waren ja zwei Personen dabei, die bestens integriert waren. Die haben mit mir fließend Deutsch gesprochen. Der eine hatte eine Kochstelle in Aussicht, eine Kochausbildung in Aussicht, der andere auch irgendwas, weiß ich jetzt nicht mehr. Die beiden haben es auch tatsächlich durch politische Intervention von allen möglichen Leuten, angefangen von dem Restaurantbesitzer selbst, aber auch viele andere Leute haben eben dann E-Mails verschickt und die bayerische Staatsregierung hat da nochmal die Bremse gezogen. Das fand ich sehr erfreulich und vielleicht ist das sogar was für die Zukunft, dass man wirklich jetzt nicht nur immer auf den Rechtsweg verwiesen wird, denn vom Rechtlichen her, da waren Anwälte tätig, da war an sich was ausgereizt. Aber Integrationsbemühungen waren sichtbar, Ausbildungsplatz im Mangelberuf in Aussicht und vielleicht lag es am Wahlkampf in Bayern, dass eben nochmal auch gute Beispiele gezeigt werden sollten. Aber ich habe die Hoffnung, dass tatsächlich auch in Bayern jetzt ein Umdenken ist und dass aus politischen Gründen einfach auch die Unternehmerschaft, die Mittel- und Kleinunternehmer nicht ständig ihre Auszubildenden weggeholt werden sollen. Und ja, das waren eben zwei solche Fälle, die mich in dieser Hoffnung bestärken. Dankeschön. Herr Krösser, Hamburg handhabt es ein bisschen anders. Nachdem es den neuen Lagebericht gegeben hat, hat Hamburg die Linie beibehalten, zu sagen, nur Straftäter, Gefährder und Identitätstäuscher. Ich würde gleich nochmal darüber sprechen wollen, was das im Einzelnen heißt, aber vielleicht könnten Sie nochmal erläutern, was hat Sie dazu bewogen, als Bundesland bei der vorherigen Regelung beizubehalten und das auf die drei Gruppen zu beschränken, im Gegensatz zu anderen Ländern? Ja, grundsätzlich muss man sagen, dass Ausländerbehörden ja an die Regelungen, das heißt auch an die Anerkennungspraxis des BAMF gebunden sind. Das heißt, wenn das BAMF feststellt, Personen sind nicht anerkannt worden, das heißt, keiner der Schutzgründe, die beantragt worden sind, ist eingetreten oder ist anzuerkennen gewesen, wird eine Ausweisungsverfügung erlassen. Und wenn die Ausweisungsverfügung von den Personen dann nicht befolgt wird, dann sind die Ausländerbehörden gehalten, das umzusetzen als Ordnungsbehörden. Das heißt, die Ausreise zu veranlassen. Das erfolgt auch in Hamburg. Generell erfolgt das so, dass alle Personen, die abgelehnt werden und eine Ausweisungsverfügung bekommen und der nicht nachkommen, dann mit der ersten Duldungserteilung auch eine Rückreiseberatung und eine rechtliche Beratung bekommen, indem man ihnen sagt, ihr seid jetzt ausreisepflichtig und wir können euch helfen bei der Ausreise, insbesondere auch Afghanen. Wenn ihr nicht ausreist, müsst ihr euch auch mit der Frage auseinandersetzen, ob ihr gegebenenfalls zurückgeführt werdet. Trotzdem ist festzustellen, wir haben eine sehr große afghanische Gemeinde in Hamburg. Die ist eigentlich auch, muss man sagen, insgesamt sehr unauffällig. Wir haben eigentlich null Probleme mit den afghanischen Staatsangehörigen oder sehr wenige Probleme mit den afghanischen Staatsangehörigen. Sehr viele sind sehr gut integriert in Hamburg. Und wir haben eben auch eine Erfahrung aus den Rückführungsthematiken der Vergangenheit. Wir wissen, dass Rückführungen nach Afghanistan sehr anspruchsvoll und sehr aufwendig sind, wie auch viele andere Rückführungen in andere Länder. Und begrenzen uns deshalb schon auch aufgrund der Kapazitätsprobleme des Bundes, aber auch aufgrund eigener Kapazitätsprobleme auf die priorisierten Gruppen. Und eine priorisierte Gruppe bei den Afghanen sind junge, alleinreisende Männer mit Integrationsproblemen und der Begehung von Straftaten. Und selbstverständlich sind wir ansonsten bundestreu. Zu den Straftaten kommt ja sozusagen noch das hinzu, was immer so als Identitätstäuschung genannt wird. Können Sie mir sagen, was sozusagen im Sinne dieser Regelung, was da Identitätstäuschung
als Identitätstäuschung gewertet ist. Muss man falsche Angaben über die eigene Identität machen oder reicht es schon, wenn man beispielsweise nicht zur Botschaft geht und sich einen Pass versucht zu besorgen? Also wir haben ja in der Regel eine Koppelung zwischen Identitätstäuschern und Mitwirkungsverweigerern. Bei der Identitätstäuschung, es gibt ja keine gesetzliche Definition in dem Sinne dafür, was ist ein Identitätstäuscher? Wir haben natürlich eine ganze Reihe von Personen, nicht nur Afghanen, sondern auch eine ganze Reihe anderer Personen, die angibt, also ohne Papiere kommen ja die meisten nach wie vor. Und dann werden Personalien oder Staatsangehörigkeiten, Geburtsdaten und Ähnliches angegeben. Und wir stellen dann fest, wenn wir die Personen dann irgendwann vorstellen, damit sie Passersatzpapiere beantragen, dann kennt sie keiner. Das betrifft nicht nur Afghanen, das betrifft auch viele afrikanische oder Menschen auf dem afrikanischen Kontinent. Und da kann man dann schon sagen, das ist natürlich ein Teil von Personen dabei, die offensichtlich eine falsche Staatsangehörigkeit oder auch sonst falsche Daten angibt, in der Hoffnung, dass sie sich dadurch einen besseren Ausgangspunkt für ein Asylverfahren schaffen oder zumindest eine Rückführung vermeiden können. So, und da sagen wir eben, das ist dann eine aktive Täuschung über die Identität. Die anderen sind Mitwirkungsverweigerer. Das ist dann ein Unterschied. Ein Fall, der relativ viel Aufsehen erregt hat, war Jamal M. Jamal M. ist abgeschoben worden, auch aus Hamburg, und hatte eine psychische Erkrankung und hat dann in Afghanistan Suizid begangen. Ist es, also folgender, ziehen Sie da irgendwelche politischen Konsequenzen raus, dahingehend, dass vielleicht in Zukunft nochmal genauer geguckt werden muss, ob da psychische Erkrankungen vorliegen? Gibt es da irgendeine Handlungsanweisung jetzt an die Ausländerbehörde? Also psychische Erkrankungen sind nicht nur bei afghanischen Staatsangehörigen, sondern generell bei Personen, die ausreisepflichtig sind, also auch tatsächlich ausreisepflichtig sind, nicht nur nominell, sondern tatsächlich ausreisepflichtig sind, immer ein schwieriges Thema, weil natürlich immer sehr schwer zu erkennen ist, wie schwerwiegend ist die Erkrankung. Man versucht sich dann natürlich über ärztliche Atteste zunächst zu helfen. Die sind allerdings nicht immer derart aussagekräftig, dass man damit tatsächlich beurteilen kann, was geht nun und was geht nun nicht. In der Regel führt das dazu, dass wir eine ärztliche Begutachtung einholen über einen Amtsarzt oder über mit den Amtsärzten verbundene eigene Ärzte, die nochmal drauf gucken und feststellen, ist die Person aus ärztlicher Überzeugung heraus erstens reisetauglich, das ist ja schon mal die erste Frage, das heißt, kann sie aufgrund ihrer psychischen Situation überhaupt reisen? Da gibt es dann unterschiedliche Kategorien, häufig wird dann eine Reisefähigkeit festgestellt mit der Verbindung einer ärztlichen Begleitung, damit gegebenenfalls zum Beispiel Medikation fortgeführt werden kann. Und die zweite Frage, die sich dann immer anschließt, auch nicht nur in Afghanistan, sondern ganz generell, ist im Herkunftsland oder in dem Land, in das zurückgeführt wird, eigentlich eine medizinische Anschlussbehandlung möglich. So, und beide Fragen müssen vorab mit einem ausreichenden Ja beantwortet werden. Das ist auch in diesem Fall geschehen. Das Ergebnis war ausgesprochen tragisch, auch für alle Beteiligten. In dem Fall war es sogar so, muss man sagen, die Person war auf einem relativ langen Weg ärztlich begleitet worden sogar. Und trotzdem ist es dann halt zu dieser Tat gekommen. Es ist schon immer Anspruch aller Beteiligten gewesen, möglichst gut einschätzen zu können, wie die psychische Verfassung ist. Und trotzdem muss man sagen, so schlimm das jetzt auch klingen mag, aber natürlich wird man das nie bis zum Endpunkt ausschließen können. Zum Endpunkt vielleicht nicht, aber sehen Sie denn auf der praktischen Ebene irgendwelche Möglichkeiten, wenigstens die Wahrscheinlichkeit dafür zu senken in Zukunft, dass das in der Form nochmal passiert? Also ich glaube in diesem Fall, wie gesagt, die Person ist mit einer sehr langen ärztlichen Begleitung unterwegs gewesen, die ist von Hamburg bis nach Frankfurt in Begleitung eines Arztes im Auto unterwegs gewesen. Man hat auch danach nochmal mit dem Arzt gesprochen, ob der auf der Fahrt irgendwelche Auffälligkeiten festgestellt hat, die dazu geführt hätten, dass er gesagt hat, ich bin mir doch nicht so sicher, ob wir den zurückführen sollten. Das kommt durchaus vor, aber ist in diesem Fall auch nicht vorgekommen. Ich bin mir ehrlich gesagt unsicher, ob man noch bessere Verfahren finden wird, mit denen man das sicher einschätzen kann. Wir können das ja selbst bei unseren eigenen Staatsangehörigen manchmal wirklich schwer einschätzen, in welcher Verfassung sind sie wirklich. Es bleibt immer ein schwieriges Feld. Dankeschön. Herr Kloss, das Innenministerium hat, bevor die Abschiebeflüge wieder aufgenommen worden sind und auch danach,
gesagt, die Länder müssten in jedem Einzelfall prüfen, ob sie jemanden da anmelden wollen oder nicht. Diese Einzelfallprüfungen finden ja nun statt und das Ergebnis war zum Beispiel eben der Fall Jamal M., aber auch andere Fälle, in denen Personen, die abgeschoben worden sind, dann beispielsweise Opfer von Attentaten geworden sind. Sie haben ja vorhin eine Gutachterin gehört, die versucht hat, einen Teil von den Zurückgeführten zu befragen über ihre Situation. Die hat gesagt, dass es in fast allen Fällen ein großes Risiko gibt, Opfer von Kriminalität zu werden, dass es Bedrohungen gibt, dass die keine Möglichkeit haben, in die Region zurückzugehen, aus denen sie stammen. Würden Sie sagen, dass die Art, wie die Bundesländer die Prüfungen vornimmt, dass die angemessen ist? Zunächst muss man fragen, welche Prüfung es geht. Wir haben natürlich eine eigene Zuständigkeit, wenn es um die Folgeanträge geht. Also wenn jetzt Gefahrenmomente sind, die jetzt seit der letzten Prüfung hinzugekommen sind, individuell muss das Bundesamt das prüfen. Mit Blick auf die Auswahl der Betroffenen durch die Bundesländer gehen wir immer davon aus, dass die Bundesländer nach Recht und Gesetz vorgehen. Herr Grösser hatte auch mal hingewiesen eben auf Bleiberechtsmöglichkeiten, die jedem offenstehen, die die Voraussetzungen erfüllen. Ich meine, es wäre sozusagen auch Obliegenheit jedes selbst, wenn er eine ablehnende Entscheidung bekommt, sich sozusagen über eine Verstetigung des eigenen Aufhalts zu bemühen. Diese rechtlichen Möglichkeiten gibt es. Und hier geht es wirklich um Menschen, wo dieses Verfahren eben irgendwann auch mal abgeschlossen sind. Und insoweit ist es ja auch gesagt worden, und jetzt haben Sie sogar noch versucht zu differenzieren nach den Personengruppen, die tatsächlich jetzt in die Maßnahmen reinkommen. Und die Praxis der Bundesländer ist ja auch, seitdem wir bundesseitig gesagt haben, eine derartige Differenzierung soll nicht mehr sein, durchaus unterschiedlich. Und das erfüllt es auch ein bisschen mit Sorge. Überhaupt generell diese Differenzierung ist ja kein rechtliches Kriterium, sondern handelt sich allein um eine politische Priorisierung. Als mein Minister in der Ministerpräsidentenkonferenz war, als es genau um diese Frage geht, soll man das nach dem Anschlag in Kabul eben reduzieren auf diese drei Personengruppen, habe ich ihm noch... Den Anschlag auf die deutsche Botschaft. Den Anschlag auf die deutsche Botschaft. Da habe ich ihm noch in die Sitzung reingefunkt, Straftäter sind auch Grundrechtsträger. Ich wollte damit sagen, und er ist ja Jurist, verstand das natürlich sofort, was ich damit sagen will, ich kann keinen Straftäter in irgendein Land schicken, wo ihm eben eine menschenrechtswidrige Behandlung droht. Egal, was der Mensch gemacht hat, ich kann ihn nicht hinschicken, das verbietet mir europäisches und nationales Recht. Insoweit kann das auch keine Kategorie für uns sein. Ich kann keinen Straftäter irgendwo hinschicken, wo fünf Minuten später, wo ich es weiß, fünf Minuten später eine Bombe hochgeht. Aber trotzdem wird auch immer dann, wenn abgeschoben wird, hinterher betont, da waren auch Straftäter dabei, um das politisch zu legitimieren. Selbstverständlich, und das ist sozusagen auch die Logik, die dahinter steht in der politischen Diskussion. Und vor der, also ich persönlich habe da ein Problem mit, weil ich eben sage, hier geht es um die Durchsetzung des Aufenthaltsrechts. Personen haben hier keinen Status mehr. Das ist gerichtlich alles sozusagen beendet. Es findet jetzt eine Durchsetzung des Aufenthaltsrechts statt. Es ist nicht das Kriterium, dass ich sozusagen das Verhalten hier in diese aufenthaltsrechtliche Prüfung mit einbeziehe, in rechtlichen Kategorien. Ich kann es natürlich politisch, und insoweit vertrete ich das natürlich auch hier, sagen, dass mir es viel lieber ist, wenn ein Straftäter Deutschland verlässt, als wenn jemand, der sich an alle Normen immer gehalten hat. An alle Normen gehalten hat, stimmt insoweit auch nicht, weil diese Personen ihrer eigenen Obliegenheit, freiwillig Deutschland zu verlassen, nicht nachkommen. Das muss man ja auch mal sagen, hier geht es auch um Akzeptanz des Asylsystems. Diese Menschen sind abgelehnte Asylbewerber, rechtskräftig bestätigt, und sie haben eigentlich selbst die Pflicht, Deutschland zu verlassen. Es ist nicht immer, und das ist ja im Grunde auch keine angenehme Aufgabe hier, ich diskutiere auch gern mit Ihnen, aber es ist ja, Sie sehen ja, es hat ja immer so eine Grill-Situation, gerade bei diesem Thema. Ich heische nicht nach Mitleid, völlig unangemessen, ja. Ich will damit nur sagen, Rückführungen sind etwas, was allen Beteiligten, auch staatlichen Akteuren, eine Anstrengung bedeutet. Nicht nur logistisch, sondern ist es natürlich auch für die betroffenen Begleitbeamten auch eine menschliche Herausforderung. Das ist gar keine Frage. Aber hier geht es darum, dass wir die Akzeptanz in unser Asylsystem dadurch sichern, dass Menschen das Land auch wieder verlassen. Und wenn sie es nicht freiwillig tun, wozu sie verpflichtet sind, müssen wir es eben so tun. Und das völlig undifferenziert danach, was sie hierhin gemacht haben. Denn die Entscheidung darüber, ob sie hier in Deutschland bleiben können oder nicht, ist gefallen.
Insoweit kann ich, aber das war sozusagen mein persönlicher Überschwang jetzt hier, kann ich es natürlich verstehen, wenn man aufgrund von Ressourcen oder logistischen Herausforderungen das konzentriert auf Menschen, die halt nicht richtig mitgewirkt haben, beziehungsweise auch hier Straftaten gemacht haben. Und wir kommunizieren das deswegen, weil natürlich, und so funktioniert die politische Logik dahinter, und wir hatten ja auch jetzt in jüngsten Tagen wieder Verbrechen, die verübt wurden, wo dann so ein gewisser Reflex dann ist, ja, warum sind die überhaupt noch hier? Diese Frage kann ich nachvollziehen, ja, und insoweit gibt es einen größeren Handlungsdruck bei diesen Personen, die solche Taten verübt haben. Aufenthaltsrechtlich, nochmals, ist das eigentlich kein Kriterium. Jetzt ist es ja so, dass die Ablehnung der Abgeschobenen teilweise sehr lange Zeit zurückliegt, mehrere Jahre. In der Zwischenzeit hat sich viel geändert. Viele sagen, eigentlich muss man die aktiv darauf hinweisen, dass es die Möglichkeit gibt, dann nochmal über einen Asylfolgeantrag das überprüfen zu lassen. Können Sie guten Gewissens Leute in diese Flugzeuge setzen, bei denen der Prozess, wo darüber entschieden wurde, muss der weg oder darf der bleiben, Jahre zurückliegt? Ja. Kann ich so beantworten, weil jeder, der eine ablehnende Entscheidung bekommen hat, ist verpflichtet zu gehen. Wenn er hier bleibt, dann muss er sich darum bemühen, wenn er andere gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, seinen Status zu legalisieren. Jedem in der afghanischen Community ist spätestens seit Oktober 2016 klar, dass Deutschland, nachdem die gemeinsame Erklärung mit der afghanischen Regierung unterschrieben wurde, auch zur Rückführung schreiten wird. In der Community ist das sehr gut bekannt. Und insoweit, glaube ich, ist da auch eine entsprechende Sensibilität. Das kommt nicht alles out of the blue. Die Diskussion, und das fördert hier auch die Veranstaltung hier und die mediale Berichterstattung. Also wer es jetzt noch nicht mitbekommen hat, dass Deutschland auch durchaus Rückführung macht wie andere europäischen Länder, dann weiß ich es auch nicht. Ja, also ich sehe überhaupt gar kein Informationsdefizit dahingehend. Und wenn die Entscheidung ein paar Jahre zurückliegt, dann müssen die Menschen sich auch ein bisschen, und die Eigenverantwortung muss man im Grunde auch appellieren, sich selbst Gedanken machen, ja, da muss ich das vielleicht mal vortragen. Ich bin abgelehnt, man hat das nicht anerkannt, aber jetzt ist etwas passiert, das muss ich doch vielleicht vortragen. Also insoweit, das ist im Grunde, wenn man so will, auch eine Integrationsleistung hier in Deutschland, erwarte ich schon oder müsste ich erwarten können, drücke ich so aus, ich muss erwarten können, dass Menschen sich dann auch sozusagen um ihr Status hier in Deutschland bemühen, und in der Regel findet das auch statt. Also ich halte die Argumentation für eher fraglich. Jetzt haben Sie die Zivilgesellschaft angesprochen. Es ist ja in der Tat so, dass es viele Gruppen aus der Unterstützungsarbeit gibt, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die sich bemühen, AfghanInnen zu helfen. Da gibt es aber in der Tat dann doch ein Informationsdefizit, nämlich die beiden Dokumente, von denen hier so oft die Rede war, der Lagebericht und die Herkunftsländerleitsätze. Was ist denn der Grund dafür, warum die als Verschlusssache geheim gehalten werden und man nicht erfahren darf, was da drin steht? Der Grund ist relativ einfach. Man könnte natürlich in seinem Vortrag dann sich sozusagen ausrichten an dem, was in diesen Leitsätzen drinsteht, und eine Legende dann zusammenstricken, die eine Asylrelevanz hat. Das ist sozusagen der Hintergrund, weswegen so etwas nicht veröffentlicht wird. Uns geht es insbesondere darum, authentisches Vorbringen zu haben. Warum glaubt die Person, verfolgt zu sein? Und wir wollen sozusagen keinen Vortrag haben, der sich sozusagen schon vorbereitet an den Leitsätzen dann orientiert und eine Bewertung vornimmt, die aber eigentlich die des BAMF ist. Ben, ich wollte Sie ohnehin gerade fragen, aber Sie haben schon nach dem Mikrofon gegriffen, bitte. Also bei den Herkunftsländerleitsätzen mag das teilweise zutreffend sein. Man kann ja diverse Sachen auch nach dem Informationsfreiheitsgesetz rausklagen. Wir haben das ja diverse Male getan. Aber es gibt natürlich so eine Grenze, die ich ein Stück weit nachvollziehen kann, im diplomatischen Bereich und so weiter. Also wenn sozusagen der Lagebericht, der ja auch eingestuft ist, an bestimmten Stellen geeignet wäre, unsere Beziehungen zu beschädigen und so weiter. Nur ich finde, das, was das Auswärtige Amt da inzwischen als Lagebericht abliefert, verdient es eigentlich nicht, klassifiziert zu werden, weil da steht sehr wenig drin. Das ist schon zugeschnitten und es ist auch nicht mehr, meiner Ansicht nach, nicht mehr gerechtfertigt im Zeitalter des Internets, den Lagebericht so abzufassen,
wie er früher mal privilegiert worden ist von der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, die gesagt haben, das ist was Besonderes, also als Beweismittel kommt eben ein besonderer Wert zu und die müssen eben ihre Quellen nicht offenlegen. Es ist absurd, wenn fast alle Lageberichte in dieser Welt, wie die Berichte von NGOs, mit Fußnoten arbeiten und einen ordentlichen Apparat haben und sagen, das wissen wir von denen, das ist der Beleg, wie es beispielsweise Frau Stahlmann in ihrer Arbeit macht, dann würde ich schon sagen, heutzutage kann man Ähnliches vom Auswärtigen Amt verlangen. Ich habe das auch schon vorgetragen, bin auf ziemliches Unverständnis gestoßen, weil es ist halt, oder ich sage mal eins, es ist Arbeit und es würde sich herausstellen, dass das Auswärtige Amt an vielen Stellen gar nicht so gute Kontakte hat, aber die müssen Sie ja nicht nennen, aber auch mit Wasser kocht. Ich erinnere daran nochmal, zum Lagebericht Afghanistan muss ich doch vor Augen führen, dass die Botschaft zerstört war, dass ein minimales Rumpfteam lange Zeit an Bord war und dass die doch genau mit demselben Wasser kochen wie die NGOs. Die haben Kontakte. Bestimmte würde ich auch nicht nennen, würden wir auch nicht tun, wegen möglicher Gefährdung. Aber trotzdem kann ich doch generell sagen, welche Informationsbasis ich habe. Also es ist schon ein sehr merkwürdiges feuilletonistisches Instrument vor dem Hintergrund, dass wir 1999 damals mit der rot-grünen Bundesregierung, die damals noch viel schlechteren Lageberichte mal ausführlich an Beispielen diskutiert haben und dann eine Verbesserung grundsätzlicher Art hinbekommen haben. Aber inzwischen ist diese Form, die auch Inhalt ist, so nicht mehr gerechtfertigt. Also die Klassifizierungen müssen sich heute wirklich an den Maßstäben des Informationsfreiheitsgesetzes auch vorab in der Methodik messen lassen. Entschuldigung, das ist eine Sache, die sich vielleicht für viele hier nicht so interessiert ist, diese Sache nicht verwerten müssen im Alltag. Aber es ist auch ungerecht, wenn die NGOs sich einen abarbeiten und die Wissenschaftler, um zu Aussagen zu kommen, die man dann immer noch gelegentlich von manchen Gerichten mit dem Hinweis auf die besondere Sachkompetenz des Auswärtigen Amtes vom Tisch gewischt bekommt. Also da sollte sich schon im Rahmen der Fairness was ändern. Dankeschön. Reden wir vielleicht noch mal ein bisschen über die Praxis der Abschiebung, wie die ganz konkret aussehen. Es gibt die Direktabschiebungen, die auch immer wieder dann in den Medienberichten landen, teilweise von der Arbeitsstätte oder von der Ausbildungsstätte, von der Polizei abgeholt, die Leute, und dann direkt zur Abschiebung verfrachtet, praktisch ohne eine Möglichkeit dagegen noch gerichtlich vorzugehen. Ist da für diese Gruppe die Möglichkeit der juristischen Intervention ausgeschaltet? Wie bewerten Sie das sozusagen aus asylpolitischer Sicht? Das ist ja eine praktische Frage. Also wenn jemand abgeholt wird, was wir schon erlebt haben, vor der Schule, in der Schule, von der Arbeitsstelle und so weiter, geht es oft recht schnell. Es kann aber passieren, dass sehr viele Leute das mitkriegen und dass es zu, ich sag mal, Widerständigkeiten kommt und dass auch darüber dann jemand eingeschaltet wird, vielleicht auch ein Anwalt gefunden werden kann. Und es gibt oft ein Nachspiel, dass sich Bürger beschweren über die Umstände, unter denen das gelaufen ist. Wenn jemand in Abschiebungshaft im Vorhinein genommen wird, ist die Frage, kriegt er das mit, ist er vernetzt, kann er relativ schnell Kontakt aufnehmen, hat er einen Anwalt und so weiter. Also die Methodik ist ja sozusagen von Bundesländern sozusagen strategisch natürlich gesehen. Man hatte ja lange Zeit auch sehr wenige Abschiebungshaftplätze. Jetzt mit der Trend wieder, sag ich mal, so im Vorfeld des 100. Jahrestages der Existenz von Abschiebungshaft in Deutschland zu Neubauten und Inhaftierung auf diesem Wege. Ich kann nicht sagen, also beides hat seine Probleme, aber die liegen sehr stark im praktischen Bereich, wie ich das geschildert habe. Die Tendenz, also was, ich will nochmal zwei Sachen sagen, die auch zu dieser Frage indirekt passen. Die aktuelle Tendenz geht, glaube ich, nicht nur bei den afghanischen Flüchtlingen zu zwei Aspekten. Sie einmal durch schlechte Lebensbedingungen generell vom Kommen abzuschrecken. Und das ist das tiefere Geheimnis, warum man auf dieser Abschiebungskontinuität besteht, die niemals zu realisieren sein wird, wie die Geschichte aller Innenminister in allen EU-Staaten der letzten 20 Jahre zeigt.
Wir werden diese Menschen, die gekommen sind auf dem Wege der Abschiebung, nicht in großen Zahlen loswerden, weswegen wir die Sache sich nochmal unter ganz anderen Gesichtspunkten entscheiden müssen. Das Zweite ist, was wir erleben im Bereich Abschiebungshaft, ob Direktabschiebung oder Unterbringung in Ankerzentren. Die Frage, der Staat überlegt sich schon, wie eigentlich auf der praktischen Ebene der effektive Rechtsschutz möglichst ein wenig ausgeschlossen werden kann durch Zugangsverbote, durch Regularien, wie sie der Kollege aus Bayern geschildert hat, dass die NGOs irgendwo nicht mehr reinkommen. Also man will die die Handlungsmächtigkeit gegenüber der Zivilgesellschaft, der mir unterstellt, die sind aus der Willkommenskultur jetzt alle zur Abschiebungsverhinderungsindustrie geworden, wiederherstellen. Und dabei opfert man aber auch wirklich ganz klare Rechte, Verfahrensrechte, effektiver Rechtsschutz ist auch ein Grundrecht. Und es ist halt sehr schwer, manchmal deutlich zu machen, wo er verletzt wird, wenn die Leute keine Kontakte haben. Es gibt eine politische. Wollen Sie direkt dazu was sagen? Wenn es erlaubt ist, würde ich dazu mal aus der Praxis einer Ausländerbehörde was sagen, weil das wird häufig so vorgetragen, aber da wird ja manchmal verkannt, wie das System funktioniert. Die Abschiebehaft soll ja eigentlich nach Möglichkeit vermieden werden. Ne? Und deswegen ist eigentlich das Grundprinzip, dass Personen ohne Abschiebehaft abgeschoben werden. Das bedeutet, sie werden an dem Tag abgeholt, an dem die Abschiebung auch tatsächlich durchgeführt wird. Das ist die sogenannte Direktabschiebung. Dabei geht es darum, Abschiebehaft zu vermeiden. Das muss man nochmal ganz deutlich sagen. Das ist ein Rechtsprinzip. Das ist also nicht etwas, was dazu dient, den Rechtsweg zu verkürzen, sondern es ist ein Rechtsprinzip, das darauf basiert, möglichst die Freiheitsentziehung so kurz wie möglich zu halten. Abschiebehaft bekommen Sie nur dann, wenn ein Richter davon überzeugt werden kann, dass die Abschiebehaft erforderlich ist, um die Abschiebung durchzusetzen. Das heißt, dass eine Direktabschiebung aus Sicht der Ausländerbehörde nicht erfolgversprechend ist. Die Personen, die in die Abschiebung gehen, für die kommt, ich weiß das zumindest aus Hamburg, ich will jetzt nicht für jedes Bundesland sprechen, aber aus Hamburg, für die kommt die Abschiebung nicht out of the blue. Zwar wird der Termin nicht mehr angekündigt, weil das nicht mehr vorgesehen ist, aber der Abschiebung geht in der Regel ein längerer Prozess voraus, in dem sie wiederholt darauf hingewiesen werden, dass sie ausreisepflichtig sind, in dem sie wiederholt eine Rückreiseberatung bekommen. Das heißt, die Ausländerbehörde weist nicht nur auf die Ausreisepflicht und die Pflicht hin, das eigentlich freiwillig zu tun, sondern sie bietet auch alle möglichen Unterstützungsmaßnahmen an und benennt die auch konkret. Und erst wenn das dann nicht funktioniert, dann kommt es zur Direktabschiebung. Liegt mir nur noch mal dran, dass das nicht immer so unter dem Thema Rechtswegverkürzung beschrieben wird, die Direktabschiebung. Wir ermuntern alle Leute, die noch Zweifel haben, ob sie zurückgeführt werden wollen oder ob sie ausreisen wollen, auch im Rahmen der Rückkehrberatung, dass wir sagen, verlassen Sie sich nicht darauf, dass Sie noch den Rechtsweg aufschöpfen können, wenn die Abschieber vor der Tür stehen. Machen Sie das vorher. Weil wenn die Abschieber vor der Tür stehen, dann klappt das in der Regel nicht mehr. Es gibt es eine politische Entwicklung, über die jetzt in der letzten Zeit ganz viel diskutiert worden ist, in die viele Leute auch durchaus Hoffnung setzen, nämlich den Spurwechsel, den es jetzt geben soll mit dem Fachkräfte-Einwanderungsgesetz. Bis jetzt ist nicht ganz klar, wie der genau aussehen soll. Es gibt ein Eckpunktepapier, das vor einigen Wochen rausgekommen ist. Bernd Mesowitsch, es gibt ja schon Bleiberechtsregelungen, die für einen Teil der abgelehnten Asylbewerber in Frage kommen, also diese 3+2-Regelung, die 6-8-Jahre-Regelung. Wie groß ist denn die Gruppe derer, jetzt wenn man an die Afghanen denkt, die von der neuen Spurwechselregelung möglicherweise profitieren könnten nach der Ablehnung ihres Asylantrags? Und wie müsste dieser Spurwechsel genau ausgestaltet sein im Gesetz, damit die auch was davon haben, die Leute? Also wenn man es eng quantitativ betrachten will, ist es schwierig. Die Daten haben wir jedenfalls nicht im Moment. Aber wenn wir erstmal drüber reden, über die 3+2-Regelung, dann geht es natürlich um all diejenigen, die im weitesten Sinne in dem Alter sind, wo man eine Ausbildung antreten kann. Das interpretieren viele auch relativ großzügig. Es müssen aber auch Leute sein, die erstens in der Lage sind, eine entsprechende Ausbildung anzutreten. Es sind dann oft diejenigen, die Kontakte haben, dass ihnen sowas angeboten wird, die vielleicht auch schon unterstützt werden, die Vorqualifikationen, Sprache und so weiter zu erwerben. Und es fallen dann natürlich bestimmte
Personengruppen raus, wo man sagen kann, für die wird es so nicht gehen können. Trotzdem kann man mit der 3+2-Regelung sicher noch einen größeren Personenpreis bedienen, wenn man sie nachjustiert. Und ich habe gesagt, als ich diese Verabredung gesehen habe, wo das in der Koalition drin stand, naja, es kommt wieder sehr aufs Kleingedruckte an, wenn man wieder dann in die Regelung sehr schwierig zu interpretierende Missbrauchstatbestände einbaut und Ausschlussgründe und so weiter, dann haben wir wieder Leute im Limbo und von Gerichten. Und da haben wir eine unterschiedliche Praxis, wie die Ausländerbehörden damit umgehen. Auch hier oft natürlich sind einige oder viele bayerische Ausländerbehörden sehr restriktiv in der Interpretation. Also wenn man was will, muss man eine sehr klare Regelung machen, die nicht allzu viel Möglichkeiten bietet, sie wieder leerlaufen zu lassen. Ich bin im Moment über die politische Situation, ist mir nicht ganz klar, wenn ich jetzt die Koalitionsvereinbarung Bayern kurz gesehen habe heute, dann heißt das ja, war bei 3+2 schon irgendwie, aber bei allem anderen sozusagen nur restriktive Geschichten, noch mehr Haft, noch mehr Hoffnung in die Durchsetzung von Ausreisepflicht, wo ich eben schon was zu gesagt habe. Wohl auch keine, hieß das ja, keine Nachbesserung bei den humanitären Bleiberechtsregelungen, die es schon gibt, also 25a und b, wo man ja gucken müsste, warum können nur relativ wenige Leute die in Anspruch nehmen und praktisch realisieren. Also ich sag mal, es kommt wirklich darauf an, ob es einen politischen Willen gibt, der sich mit der langfristigen Rationalität in diesem Land in Übereinstimmung bringen lässt. Ich dachte, wir werden nicht Hunderttausende abschieben können. Kein EU-Staat kann das. Kein Staat dieser Welt hat Migration in dieser Lückenlosigkeit kontrollieren können. Ich weiß, dass das manchen Leuten schwerfällt auszusprechen, weil die AfD wird es ausschlachten. Aber so war es in dieser Welt. Und wer auch immer Innenminister unter Sarkozy war, er hat eine Steigerung der Abschiebungszahlen mit großem menschlichen Leid hingekriegt. Und am Ende war er weit entfernt von allen Zielprojektionen. Dasselbe Dito in Großbritannien und anderswo. Und ich glaube, früher hat man Legalisierungsmöglichkeiten oder so Kampagnen dann in verschiedenen EU-Staaten gehabt. Sollte man irgendwann nicht mehr. Aber es gab ja zum Beispiel auch immer daraufhin wird ja in Bayern oder in Süddeutschland hingewiesen, die Arbeitgeber machen ja Druck, die Leute, die in Jobs, in Arbeitsverhältnissen drin sind, auch nicht lehren, die irgendwie auf die sichere Seite zu bringen und sagen, hey, ihr habt uns doch gesagt, wir sollen bei der Integration mithelfen und am Ende wollt ihr sie uns doch rausschmeißen. Und das ist ja eine bestimmte Teilrationalität zu sagen, Integration vollzieht sich ja auch bei bestimmten Leuten und dann zu sagen, Strich drunter. Ja, macht, verbessert die Möglichkeiten. Und da wurde ja auch geredet von, sag ich mal, einer Altfallregelung oder einer befristeten Altfallregelung. Ich glaube, dass es im Moment schwierig durchsetzbar ist, aber ich appelliere ein bisschen dran an die Durchsetzung politischer Vernunft und nicht dieses Glaubens, man könnte in einem Riesenausmaß Migrationssachverhalte, die 2015 geschaffen worden sind, ob man sie gut findet oder nicht, zurückdrehen. Das wird weder logistisch laufen, das wird unglaubliches Leid verursachen, das wird nicht möglich sein. Und ist ein bisschen schwer manchmal zu erklären, aber wenn man ein bisschen zurückgeht in der Geschichte, sind ja viele solcher Prozesse abgeschlossen worden mit irgendwelchen vernünftigen Regelungen, Stichtagsregelungen, Altfallregelungen und so weiter. Und es wäre sicher sinnvoll, diesen Flickenteppich mal grundsätzlich ein bisschen wieder ins Auge zu fassen, nachzubessern. Die 25er, die humanitären Bleiberechte, die 3+2-Regelung und so weiter. Nur man muss es wollen und wirklich auch sagen und nicht wie in Bayern jetzt wieder sagen, eigentlich 3+2, naja, ein paar Lehrlinge brauchen wir für den Rest. Nur noch Restriktionen. Dankeschön. Herr Kloß, womit ist denn jetzt zu rechnen? Das ist ja gerade in der Phase, in der es zwischen den einzelnen Ministerien abgestimmt wird. Das Einzige, was die Öffentlichkeit bis jetzt weiß, ist die Formulierung aus dem Eckpunktepapier, gut integriert und selbst für den eigenen Lebensunterhalt sorgen können. Das kann sehr viel, das kann auch sehr wenig heißen. Was wird am Ende in dem Spurwechsel, von dem Spurwechsel konkret zu lesen sein? Ich bin kein Wahrsager.
Und ich kann auch politischen Prozessen nicht vorgreifen. Ich würde vielleicht nochmal sagen zu Herrn Mesovic, ich gebe jetzt hier keine Kapitulationserklärung für den Staat ab, dass er sein eigenes Recht nicht mehr durchsetzt. Und das sollten wir uns auch wirklich gut überlegen mit Blick auf die Akzeptanz des Asyl- und Aufenthaltsrechts hier in Deutschland. Und da liegt eigentlich meine Sorge. Ich finde die Diskussion insoweit bedenklich, als viel weniger darauf investiert wird, auf die Frage zu diskutieren, wie bringen wir Afghanen, die einen Flüchtlingsstatus hier in Deutschland haben, in Arbeit. Denn das ist eine zentrale Herausforderung für uns. Das sind Menschen, die tatsächlich dargelegt haben, dass sie individuell verfolgt sind. Die haben einen Status, die haben sofort die Möglichkeit, auch das Recht der Arbeitsaufnahme in Deutschland, jedwede Beschäftigung. Und es sind viele Menschen, nicht nur aus Afghanistan, die einen Status in Deutschland haben, die anerkannt wurden. Und das sollte unsere zentrale Herausforderung sein, diese Menschen zu integrieren, diesen Menschen in das Erwerbsleben in Deutschland einzuführen, was ihnen natürlich auch den, sagen wir mal, die weitere Integration, soziale Integration auch erleichtert. Und nicht wieder 10 neue Varianten zu diskutieren, wie denn noch einer, der abgelehnt ist, vielleicht doch noch hier bleiben könnte. Und da muss ich sagen, habe ich halt. Mögen wir unterschiedliche politische Auffassungen sein, das ist ja auch in Ordnung. Und insoweit wird das auch alles diskutiert. Und ich hatte damals ja auch, war damals zuständig für den 25b. Und die Voraussetzungen hierfür sind ja eigentlich ziemlich niederschwellig. Herr Krösser sagte gerade eben auch den 25.5er, den gibt es schon viel länger. Das ist im Grunde noch niederschwelligere Bleiberechtsregelung. Wir kennen das jetzt alles nicht. Es gibt natürlich Experten, ja, doch, also viele Experten sind auch hier. Dann ja, aber das ist dann vielleicht in der Tat, wie Herr Krösser eben sagte, ein bisschen spät, sich darum zu kümmern, wenn sozusagen die Leute vor der Tür stehen. Und das sind alles Bleiberechts, wo man schon Elemente, wo man schon versucht hat, eben auf diese Situation, dass ein langjähriger Aufenthalt in Deutschland war, wo man natürlich auch fragen muss, warum war der so lange? Also im Grunde braucht man zügige Entscheidungen, sowohl hinsichtlich der Verwaltungsebene als auch von Seiten des Gerichts, damit es eben nicht zu einer Aufenthaltsverfestigung bei abgelehnten Asylbewerbern kommt, sondern dass man eben hier früher eingreifen kann. Wenn es aber diese Zeiträume sind, dann gibt es eben vom Gesetzgeber auch Entscheidungen darüber, Bleiberechte zu ermöglichen. Und bei dem 25b gibt es im Grunde nur zwei Voraussetzungen. Das ist im Grunde die überwiegende Lebensunterhaltssicherung und im Grunde Nichtstrafbarkeit. Das ist das, was sozusagen an Voraussetzungen da war, neben den 8 Jahren, Entschuldigung, Sie haben recht, das waren 3 Voraussetzungen, 1 negative Voraussetzung und 2 positive Voraussetzungen, 6 Jahre für Familien und 8 Jahre für Alleinstehende. Das war in der letzten Legislaturperiode so beschlossen worden und jetzt kann man sich darüber streiten, jetzt sind nicht so viele Personen, also das heißt viele Personen, um die 3000, glaube ich, über diese Bleiberechtsregelung reingekommen. Da muss man natürlich Ursachenanalyse betreiben, woran scheitert es? Und das ist eben dann die Frage, sind viele langjährig Geduldete hier und es wird daher in aller Regel natürlich nicht an der Voraussetzung 6 oder 8 Jahre oder die Nichtstrafbarkeit scheitern, sondern an der überwiegenden Lebensunterhaltssicherung, die auch unter den Bundesländern durchaus unterschiedlich interpretiert wird. Hier muss man aber sehen, dass genau das sozusagen eine zentrale Zielrichtung ist. Was will ich eigentlich hiermit erreichen mit dem sogenannten Spurwechsel? Und so weit ist das ja auch schon eine Spurwechselnorm im 25b. Wenn ich es eben zulasse, dass Menschen, die überwiegend den Lebensunterhalt sichert, was immer das auch heißt. Es gibt Bundesländer, die sagen, das sind 51%. Es gibt welche, die sagen, das sei viel höher. Aber jedenfalls rechtmäßig wäre es möglich, 51% zu nehmen. Das bedeutet, dass die Personen im Grunde ab 51% dieses beantragen können.
Und wenn es dann viele gibt, die diese Voraussetzung nicht erfüllen, heißt es, dass sie noch nicht einmal die Hälfte ihres Lebensunterhalts selbst sichern können. So, das ist das Problem. Das, was man kann was das sind denn die Punkte, mit denen das BMI in die Abstimmung jetzt mit den anderen Ressorts und in die Verhandlung mit der SPD eingegangen ist? Hier geht es ja insbesondere dann, und insoweit kann ich das jetzt auch nicht hier sozusagen zum Besten geben, aber Sie haben die Eckpunkte auch benannt. Hier geht es darum, über Menschen, die tatsächlich den Lebensunterhalt sichern und Integrationsleistungen erbracht werden. Das ist natürlich insoweit vor dem Hintergrund, und deswegen habe ich es nochmal erläutert, vielen ist das bekannt, wir haben schon eine Reihe von Bleiberechtsregelungen, wo diese Elemente sich auch wiederfinden. Insoweit muss man jetzt einen vernünftigen Personenkreis identifizieren, und meine Annahme wäre, dass das auch wieder keine Großlegalisierung gibt, weil eigentlich die stichtagsunabhängige Bleiberechtsregelung in 25b, das war sozusagen der große Konsens darüber, dass über die Zeit Schiene hier eine Legalisierung erfolgt, wenn zumindest überwiegende Lebensunterhaltssicherung ist. Deswegen ist jetzt der Punkt, und das ist auch gar nicht kritikwürdig, weil man sich darauf verständigt hat, unter den Parteien, nicht kritikwürdig von Ihnen sicherlich schon, aber insoweit wieder ein engerer Personenkreis. Die Bleiberechtsregelung, die allgemeine, ist eben 25b mit den vorgenannten Voraussetzungen. Vielen Dank. Es gab jetzt ganz viele Meldungen. Wir haben noch ein wenig Zeit. Wir würden es wieder so machen wie beim Panel vorhin, dass wir immer drei Fragen sammeln und die dann en bloc beantworten. Es gibt auch wieder das Saalmikrofon, hoffe ich jedenfalls. Wo ist es denn? Ah ja. Die Dame hinten links, Sie hatten schon zwei Fragen gestellt. Kommen auch noch dran. Gut, ja. Gut, aber hier vorne gab es eine Meldung. Sie haben sich ungefähr als Erster gemeldet, hier vorne. Ja, dann. So, ich komme aus dem netten Bayern. Genauer gesagt aus Nürnberg, wo dieser Fall 31. Mai 2017, der, glaube ich, hinreichend bekannt ist, passiert ist. Asef Endpunkt, ein damaliger Berufsschüler, wurde in der Berufsschule abgeholt und die Schüler sind bis heute kriminalisiert, stehen vor Gericht, und zwar viele wegen zivilen Ungehorsams. Es wird natürlich anders genannt vor Gericht. So, Fall ist, Asef wäre ein klassischer Fall schon gewesen für 25a. Er hatte auch einen Antrag gestellt. Er war auch schon in Ausbildung gewesen vorher. Der Arbeitgeber hatte ihm unbezahlte Überstunden in Höhe von 80 Stunden im Monat machen lassen. Das hat er nicht hingenommen. Daraufhin hat er nochmal einen Antrag auf Ausbildungserlaubnis gestellt. Der wurde ihm abgelehnt, weil er keine Identitätsklärung hinreichend vorgenommen hatte. Das heißt, er hatte zwar die Taskira, aber keinen Pass vorgelegt. Er hat dann den Pass vorgelegt und der Antrag auf 25a lief und es erging kein Bescheid bis zu dem Morgen des 31. Mai, wo der Polizist ihm dann die Ablehnung gegeben hat. So viel zu Ihrem Kommentar, dass Sie gesagt haben, ja, warum hat er sich nicht vorher darum bemüht? Also, der junge Mann wurde an der Schule abgeholt und dort an der Schule mit den abschiebenden Polizisten wurde ihm gesagt, sein Antrag auf 25a ist abgelehnt. Wie funktioniert da die Rechtsstaatlichkeit? A. Warum hat Asef kein 25a bekommen, obwohl er mindestens zwei Berufsausbildungen bekommen hat? Gott sei Dank konnte die Abschiebung nicht richtig verhindert, aber verzögert werden durch diesen zivilen Ungehorsam, über den ich persönlich sehr dankbar bin, dass so viele Schülerinnen und Schüler sich da zur Wehr gesetzt haben. Und letzten Endes konnte der Abschiebeflug nur deswegen verhindert werden, weil in Kabul die deutsche Botschaft bombardiert worden ist. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage, das stellt sich vor allem bei uns in Bayern immer wieder, die sogenannten drei Zielgruppen damals. Jetzt gibt es in Bayern ja leider nicht mehr oder vielleicht auch zum Glück, ist ja egal. Was genau kennzeichnet einen Straftäter? Ist ein Straftäter jemand, der illegal nach Deutschland eingereist ist? Hatte ich schon auf dem Papier. Ist ein Straftäter jemand, der eine Leistungserschleichung begangen hat, einmal schwarz gefahren ist, nämlich bei Einreise nach Deutschland? Hatte ich auch schon auf dem Papier. Oder ist ein Straftäter jemand, der rechtskräftig verurteilt ist? Zweite Frage. Was ist ein Identitätsverweigerer? Identitätsverweigerer ZAB Beutner Straße Nürnberg legt es so aus, wenn der quasi nicht sofort seine Taskira vorlegt.
Jemand, der im Iran geboren oder aufgewachsen ist, keinerlei familiäre Hintergründe hat in Afghanistan, und da gibt es zuhauf Leute, haben es verdammt schwierig, in Afghanistan eine Taskera machen zu können. Ich arbeite jetzt mit 3 jungen Leuten seit 8 Monaten daran, über ein Beschaffungsbüro in München für 350 Euro, wo bei jedem wöchentlichen Anruf an mich appelliert wird, doch dann 800 Euro dafür zu zahlen, irgendwie an diese Taskera zu kommen, weil die Leute keinerlei familiären Hintergrund haben in Kabul. Was kennzeichnet den Identitätsverweigerer? Wir können alles hinreichend belegen, was wir getan haben, um an der Identität mitzuwirken. Das ist das, was im Gesetz steht, nicht verweigern. Und zum letzten Gefährder, da kenne ich persönlich ganz wenig. So, beim letzten Abschiebeflug wurde aus Nürnberg ein junger Mann abgeschoben, der seit 8 Jahren in Deutschland ist, sein Leben ausschließlich selber bestritten hat. Der wurde abgeschoben, der konnte nicht mehr gerettet werden. Der Rechtsanwalt hat einen Eilantrag eingereicht, der nach 8 Minuten abgelehnt worden ist. Da erlaube ich mir zu sagen, ich vermute, der wurde nicht eingehend geprüft nach 8 Minuten. Die 2 jungen Männer, die der Kollege vom Jesuitenflüchtlingsdienst angesprochen hat, die hatten beide, hätten die Anrecht locker gehabt auf 3+2. Die wurden nur durchgeboxt durch massives E-Mailing an das Innenministerium, wo dann Standardantworten kamen, überhaupt falsch, nämlich in einen Fall verwechselt mit dem anderen Fall. Rausgeboxt hat ihn leider nicht die Politik, sondern die Kirche auch. Wie können solche Sachen passieren? Und das ist nicht ein Einzelfall. Ich kenne Leute, die aus dem Fenster gesprungen sind, weil sie sich unsicher fühlen, Minderjährige. Ich habe einen in meiner Wohngruppe, der 3 Monate im Koma gelegen hat. Der hat sogar ein Abschiebeverbot. Aus lauter Angst vor den Repressalien in Bayern. Ich fürchte, ich kann Ihnen keine befriedigende Antwort geben. Schon aufgrund der Tatsache, dass ich diesen Fall natürlich medienmäßig mitbekommen habe und wir natürlich in Kontakt waren auch mit den bayerischen Behörden, als das war, aber letztlich die bayerischen Landesbehörden für diesen Fall auch zuständig sind. Man kann sich natürlich darüber streiten, zu welchem Zeitpunkt man zugreift. Ich kann Ihnen nur die systematischen Gründe nennen, jetzt nicht bezogen unmittelbar auf diesen Fall, die dafür verantwortlich sind, dass man auf verschiedene Orte wählt, wo man glaubt, die Personen anzutreffen. Das Problem ist einfach der Zugriffsmöglichkeit, gerade weil Haftanträge auch relativ schwer zu erlangen sind und ansonsten die Personen häufig abtauchen, weil eben auch, und das gerade in Bayern, der Abschiebetermin dann doch bekannt wird und dann die betroffenen Personen dann, was ich beim Freund unterkomme oder sonst wo sind. Und das ist auch, kann ich ja auch mal Zahlen nennen, wenn wir dann zum Teil auf eine bestimmte Maßnahme, wo wir dann bis zu 50 vielleicht geplant haben, insgesamt 200 Personen vorgesehen haben, finden auch deutschlandweit entsprechende Maßnahmen statt. Und dann ist eben die Aufgriffsquote zwischen 25% und 30%. Und völlig unabhängig von den Rechtsmitteln, die dann noch eingelegt werden und auch zum Erfolg führen können. Insoweit können Sie sich vorstellen, dass hier natürlich schon staatlicherseits versucht wird, alle Möglichkeiten zu nutzen. Ob das eine oder andere besonders glücklich ist, weiß ich nicht. Aber jedenfalls, das ist der Hintergrund. Man versucht im Grunde dem Umstand, dass eben Haft schwer zu erlangen ist, dem Umstand, dass die Personen sich eben ihrer Abschiebung entziehen wollen, dann die Aufenthaltsorte zu nehmen, die bekannt sind. Aus Ihrer Sachverhaltsschilderung möchte ich aber einen Punkt herausgreifen, weil das ein strukturelles Problem ist, auf das ich nur mal hinweisen möchte, ohne vielleicht Ihre Position dazu zu verändern. Ich sagte eben, dass mir es wichtiger wäre, wenn sich die Bemühungen darauf zielten, dass die in Ausbildung kommen, die ihren tatsächlichen Status haben. Und Sie sagten, der sozusagen habe 80 Stunden in der Woche leisten wollen sollen und hat es zu Recht verweigert. Das ist aber das strukturelle Problem, was wir haben. Wenn wir sozusagen den Aufenthalt abhängig machen vom Arbeitsverhältnis, dann kommen Sie in solche Zwangssituationen hinein. Ich gebe es einfach mal als Überlegungspunkt mit. Das ist nicht unkritisch. Ja, das muss man sich genau betrachten. Es ist, aber
immer dann, wenn der Aufenthaltstitel von der Arbeitsstelle unmittelbar abhängig ist. Wir haben eine ähnliche Diskussion gehabt vor vielen Jahren zum Thema Aufenthaltsrecht, eigenständiges Aufenthaltsrecht für Ehegatten. Dann haben wir besondere Gewaltverhältnisse oder Überunterordnungsverhältnisse, die hochproblematisch sind. Also wir lösen nicht nur Probleme. Ich sage Ihnen voraus, wir werden uns mit diesen Phänomenen auseinandersetzen müssen, weil Arbeitgeber natürlich ein großes Interesse haben. Und wenn jemand die Pistole auf der Brust hat, wird er im Zweifel dann tatsächlich vielleicht die 80 Stunden auch arbeiten. Also ist nicht alles immer so toll, was damit sozusagen eingefordert wird. Und das sollte man auch nicht ganz vergessen. Zu Ihrem anderen Punkt. Ja, aber was heißt, Entschuldigung, ich muss jetzt vielleicht auf die Frage antworten, ich nehme Ihre auch gerne auf. Und der andere Punkt, die Definitionen, das sagte ich eben schon, das haben wir im Grunde komplett den Bundesländern überlassen, was sie unter den Kategorien verstehen, denn das sind keine gesetzlichen Kategorien, sondern eine der politischen Priorisierung. Insoweit gab es auch Abweichungen innerhalb der Bundesländer, was ist ein Straftäter und was ist ein Identitätstäuscher. Letztlich rechtmäßig konnten alle ausreisepflichtigen Afghanen auf eine solche Maschine gehen. Das ist alles rechtmäßig. Klasse. Vorne gab es eine. Ja, Beri van Eimers aus NRW. Und zwar haben Sie, Herr Kloß, darauf hingewiesen, dass wir uns auch darauf konzentrieren sollten, dass diejenigen, die hier bleiben können, auch schnell integriert werden können und dafür auch Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden. Na, wir wissen aber, dass bereits ja schon bei den Plänen, Menschen in den sogenannten Ankerzentren unterzubringen, Integrationshindernisse entstehen. Da wird Zeit vergeudet. Darauf weisen vor allen Dingen die Industrie- und Handelskammern hin, dass da wertvolle Zeit vergeudet wird, weil da keinerlei Integrationsmaßnahmen stattfinden können, bis zu einem Zeitraum von 18 Monaten, dass das vor allen Dingen zu einer Frustration führt und zu einer Perspektivlosigkeit und das sehr starke Auswirkungen auch darauf, dann später auch in dem Integrationsprozess hat. Was sagen Sie zu den Vorhaben, die sogenannten Ankerzentren einzuführen? Und das frage ich natürlich auch mit Blick auf NRW sozusagen. Wir haben dort zwar jetzt nicht das Vorhaben, also die Landesregierung bzw. Ankerzentren dort einzurichten, aber da gibt es etwas Ähnliches, den sogenannten 3-Stufen-Asylplan. Und das geht in die ähnliche Richtung und die Kritik ist da vehement groß. Mögen Sie das Mikrofon direkt da vorne hin weitergeben? Da gab es noch eine Wortmeldung. Sap ist mein Name. Ich arbeite im Flüchtlingsbereich. Und zwar, Herr Müller, Sie sagten dann, manche also Flüchtlinge, die im Haft sitzen, haben keine finanziellen Mittel gehabt. Aus dem Grund konnten sie auch nicht klagen oder Folge Antrag stellen. Und jetzt meine Frage an Pro Asyl, an Sie. Sie sind dann von der Rechtsabteilung. Wir wissen schon seit kurzem, also kann man wegen Abgaseaffäre laut also Stiftung Warentest eine Sammelklage einreichen. Jetzt meine Frage, also kann man dies nicht dann bei abgelehnten, also Asylanträge in Afghanistan stellen. Da geht es nicht denn um Abgase, dass es dann also gefährlich ist und Menschenleben kostet, auch dann hier kostet auch so Leben. Die Luft von Afghanistan ist auch nicht, ist noch gefährlicher. Und daher, also dann, Sie werden bestimmt sagen, ja, die haben alle einen Grund, Abgase. Ich würde mal hier sagen, man kann das auch dann begründen, und zwar mit der Begründung, Afghanistan ist kein sicheres Land, ob das nicht möglich ist. Danke. Moment. Wir haben noch eine letzte Meldung von hier. Hallo, mein Name ist Sabi, ich komme aus Afghanistan, ich mache Ausbildung, Duldung. Ich frage mich, warum neue Leute Afghanisch abschieben. Warum? Ich gehe zur Schule, ich mache Ausbildung, ich verstehe nicht, was bedeutet. Ich stehe Tafel, ich verstehe nicht. Bevor ich aber Anmeldung mache in Schule, wo kommen Sie? Ich komme aus Afghanistan. Es tut mir leid, Sie dürfen nicht gehen zur Schule. Warum? Ich bin auch ein Mensch. Ich bin nicht Terrorist. Ich musste ruhig leben. Mir nicht. Ich meine, ich gekommen, ich mache echt guten Vertrauen.
Ich gehe zur Schule, ich verstehe nicht, was bedeutet. Ich daran denke ich, da ich auch eine Ausbildung mache. Ich verstehe nicht, was danach was passiert. Bitte ein bisschen positiv denken. Ich bin jung, ich gehe nach Afghanistan. Mit wem kämpfen? Mit meinem Präsidenten, mit meinen Leuten, mit Amerika, mit wem? Ich gekommen nur in ruhig leben. Ich 4 Jahre, meinen Sohn habe ich nicht gesehen, keinen Kontakt. Ich mache die Wand selber schlagen. Für was? Jeden Tag ich mache weine. Jeden Tag ich habe mit einschlafen. Bitte ein bisschen positiv denken. Sie sitzen da, nur ich kann einfach sagen, ja, Abschiebung Afghanistan. Aber wo? Ich gehe nach Afghanistan. Für wem? Ich habe keine Familie, keine Eltern, keine anderen. Wo ich lebe? Ich gekommen hier, war ruhig, nur ich brauche nur ruhig leben. Bitte ein bisschen positiv denken. Ja, ich bin Afghanisch, ich schäme mich, ich sage, ich mache nur 1 Stunde gearbeitet, ohne Pause, weil ich bin Ausländer. Ich gehe zur Schule, auslachen zu mir, warum, ich verstehe nicht. Warum, für was? Ich brauche nur ein ruhiges Leben, ein bisschen positiv denken, bitte. Dankeschön. Frage nach Ankerzentren. Wenn Sie erlauben, würde ich seine Frage zuerst gerne beantworten wollen, weil ich glaube, seine Betroffenheit ist viel größer als der andere Fragesteller, bitte ich um Verständnis. Ja, positiv denken, das, Sie müssen einfach die Rolle sehen, in der ich heute hier sitze. Wir denken positiv, und das haben wir, glaube ich, auch diskutiert, zu den Fragen der Möglichkeit eines längeren Aufenthalts in Deutschland. Das ist natürlich zunächst erstmal denen für die vorgesehen, die individuell nachweisen können, dass sie ein besonderes individuelles Verfolgungsschicksal in Afghanistan begründen können. Ich möchte da überhaupt nicht in Abrede stellen. Ich kann auch Ihren Fall überhaupt nicht bewerten. So. Es ist aber auch gesagt worden, dass es andere Umstände gibt, die zu einem Bleiberecht in Deutschland führen können. Das wird ja auch weiterhin diskutiert. Letztlich, meine Aufgabe hier ist es natürlich dann für die Umsetzung von Gesetzen zu sorgen oder eben auch im Rahmen der Politikberatung zu fragen, wie kann ich Prozesse verbessern. Das folgt einem gesetzlichen Auftrag. Das ist überhaupt nicht gegen Sie als Person gerichtet, wenn Sie ausreisepflichtig wären, sondern hängt damit zusammen, dass wir natürlich gesetzliche Verfahren für Antragsteller und auch abgelehnte Antragsteller haben müssen. Aber die menschliche Dimension, das haben Sie sehr deutlich gemacht, ist uns allen sehr bewusst, die dort sitzen. Wir machen uns das nicht leicht und wir wissen auch darum, dass Menschen unabhängig von irgendwelchen gesetzlichen Verfolgungsgründen sehr gute Motivation haben, hier zu bleiben. Und ich bin sehr viel in Herkunftsländern unterwegs. Ich war gerade am Donnerstag in Tadschikistan und ich kann die jungen Menschen, die mit mir da im Flugzeug gesessen haben und nach Russland gefahren sind, zum Teil sicherlich in prekäre Arbeitsverhältnisse, weil sie einfach keine Perspektive in ihrem Land sehen, ausgezeichnet verstehen. Ja, die Frage ist nur, Deutschland hat eine Diskussion darüber, welche Menschen sollten hier sein und welche Menschen sollten zurückkehren in ihr Herkunftsland. Aber das ist immer verbunden sozusagen mit einem individuellen Schicksal, mit einem Mensch. Und Sie haben das, glaube ich, sehr gut dargestellt. Ich kann Ihnen nur im Rahmen meiner Möglichkeiten berichten. Ich versuche das auch sehr sachlich zu machen. Das heißt aber nicht, dass mich das kalt lässt, auch das, was Sie vorgetragen haben. Und ich kann Sie sehr gut verstehen. Für Sie persönlich hoffe ich, dass Ihre Lebensperspektive sich so entwickelt, wie Sie sich das vorstellen. Aber ich kann Ihnen dazu jetzt leider keine Aussichten machen, weil ich auch für die Einzelfälle so nicht zuständig bin. Nein, das kann ich verstehen. Nein, das machen wir. Im Grunde sind wir bei Afghanistan, und das ist Teil auch der öffentlichen Wahrnehmung, und da gebe ich Ihnen vollkommen recht, wir haben eine sehr stark auf Afghanistan polarisierte Diskussion. Das halte ich für nicht richtig. Im Grunde ist die Person, die Zahl ist genannt worden, sehr gering angesichts der Ausreisepflichtigen von jetzt knapp 17.000 Afghanen hier in Deutschland. Wir haben mit anderen Ländern
eine ständige Rückführungspraxis in den Westbalkanländern an mehrere 10.000 Personen zurückgeführt. Das ist also eine ganz andere Dimension, Quantität, das wird aber gar nicht diskutiert hier. Und auch in andere Länder führen wir zurück. Nur das findet eben sozusagen nicht in der öffentlichen Diskussion nicht so intensiv statt. Aber im Innenausschuss haben wir, glaube ich, übermorgen eine Diskussion über die Rückführungszusammenarbeit, wenn es diesmal draufkommt, mit anderen Ländern. Also es wird schon, findet im politischen Raum schon statt, da wird nichts geheimnist. Aber ich muss auch sagen, es ist eine sehr stark auf Afghanistan konzentrierte Diskussion, was ich insoweit bedauerlich finde, weil eben Afghanistan kein einfacher Fall ist. Und ich hoffe, das hat es auch deutlich gemacht, was ich gesagt habe, dass wir es uns nicht leicht machen, dass man wirklich die Situation in jedem Einzelfall dort anschauen muss. Und insoweit sind eben andere Länder auch leichter zu kommunizieren. Aber die mediale Wahrnehmung ist eben eine andere. Wollen Sie noch was zu den Ankern? Zu den Ankern, also ich sehe es natürlich, bin auch für Anker zuständig. Die Anker sind im Grunde eine Zusammenfassung aller Dienstleistungen rund ums Flüchtlingsmanagement in einem räumlichen Bereich. Das ist die Idee der Anker. So, das bedeutet, und ich glaube, wir haben ja die ersten neun Anker im Betrieb und wir können, das habe gerade eben auch mit Herrn Sommer gesprochen, Präsident des BAMF, und die ersten Zahlen sind sozusagen schon ermutigend mit Blick darauf, wie die Prozesse beschleunigt werden können. Und das ist natürlich erstmal ein Gewinn für die Menschen, die jetzt auch anerkannt werden, weil das ist die Zielrichtung. Die Menschen, die anerkannt werden, sollen umgehend aus den Ankereinrichtungen verteilt werden auf die Kommunen. Da soll unmittelbar dann auch die Integration beginnen. Das ist auch das Ziel unserer Bemühungen, diese Personen sozusagen in unseren Integrationsbemühungen zu privilegieren. Es gibt aber Wertevermittlungs- und Erstorientierungskurse für alle Teilnehmer. Tatsache ist, dass zunächst erstmal in den Ankereinrichtungen die Personen sich für das Asylverfahren bereithalten sollen. Sie bekommen dann diese Erstorientierungskurse. Wie verhält man sich in Deutschland? Das sind ja auch keine geschlossenen Zentren, das sind ja offene Einrichtungen. Und insoweit ist es ganz wichtig, dass diese Erstorientierung auch erfolgt. Und es ist auch daran gedacht, insoweit ist ein Vorteil auch der Ankerzentren für die Personen, die Sie benannt haben. Das sind dann ja abgelehnte Asylbewerber, die möglicherweise erfolgreich sind bei Gericht oder eben auch nicht. Eben in aller Regel sind sie nicht erfolgreich bei Gericht. Ja, das ist einfach eine Statistik. So. Und jetzt geht es darum, dass man diesen Menschen auch eine Tagesstruktur gibt für diese Aufenthaltszeit dort, wenn sie warten auf die Durchführung des gerichtlichen Verfahrens. Nur hier, und soweit sind ja auch Vertreter des BMZ da, machen wir uns eben Gedanken, wie sollen deren Tagesstruktur aussehen. Und dann geht es weniger darum, die Integration in einen deutschen Arbeitsmarkt, sondern dass wir diese Menschen, die dort sind, die mit ihrer Zeit auch was Sinnvolles anfangen sollen, dass wir mit Blick auf die Reintegration, die Herkunftsländer-Tagesstruktur, also berufsqualifizierende Maßnahmen aufsetzen. Das sind unsere Überlegungen. Also wir machen schon eine klare Differenzierung hinsichtlich der Personengruppen. Und die Idee ist, dass wir in den Ankereinrichtungen eben auch aufgrund der Zusammenfassung verschiedener Menschen dort, die abgelehnt wurden, die Reintegrationsmaßnahmen besser fördern können. Dann. Dankeschön. Ben Mesovic, ganz kurz zu den Sammelklagen. Ja, also das geht einfach rechtstechnisch nicht, sag ich mal, vereinfacht. So einige Analogien fand ich sozusagen unter satirischem Gesichtspunkt eigentlich ganz witzig, die Sie gebildet haben. Man fragt sich ja manchmal, sozusagen, wenn man sich den Rechtsschutz im Asylbereich anschaut, was Deutsche sagen würden, wenn ihnen Rechtsmittelfristen und Verfahrensweisen so angeboten würden, wie sie im Asylbereich sind, bei ganz anderen Sachverhalten, wo es nicht um Gesundheit, im Ernstfall vielleicht Leben, Tod oder Verfolgung geht. Aber ganz einfach gesagt, diese Möglichkeit gibt es nicht, sondern es war ja nur die Frage, die Ressourcen sind knapp, sowohl bei Rechtsanwälten, die überhaupt zur Verfügung stehen. Abschiebungshaftrecht ist nochmal eine relativ spezialisierte Sache. Man muss sehr schnell sein. Dazu kommt die Frage, was kann man denn eigentlich klären? Ein Anwalt, der vertritt, braucht frühzeitig eine Kostenzusage, erstmal teilen für einen Zuschuss. Und
Der Kollege Müller hat es erklärt, in welch schwierigen Situationen man moralisch ist. Man hat mehrere Leute vor sich sitzen oder wie ich, Papieranträge auf dem Tisch und hat nur eine Entscheidung zu treffen, die auch mittelbar jetzt wieder möglicherweise über ein Schicksal entscheidet, ob da Geld vorhanden ist. Aber so ist die Lage. Es gilt nicht zu beschönigen, sondern zu gucken an jeder Stelle, wo man auch Geld gerade für solche Zwecke, für die entsprechenden Rechtshilfefonds auftreiben kann oder auch dafür selber werben kann oder eben in seinem eigenen Umfeld, wenn man die Fälle kennt, es direkt tut, also für die konkreten Betroffenen. Wir dürfen 10 Minuten länger machen, weil es noch so viel Interesse an Fragen gibt. Ich würde vorher noch kurz Herrn Krösser verabschieden, der zum Zug muss. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Und wenn wir dann noch mal kurz das Saalmikrofon hätten, wenn sich alle kurz fassen, schaffen wir vielleicht noch 2 Fragen. Es gab, wo war das denn? Hier, der Herr in der dritten Reihe hatte sich relativ früh schon gemeldet. Mein Name ist Sade, ich bin afghanischer Journalist. Ich möchte die Frage an Herrn Christian Kloß richten. Gibt es überhaupt eine offizielle Vertrag zwischen Afghanistan und Bundesrepublik Deutschland, dass die zwangsmäßig die Flüchtlinge nach Afghanistan geschickt werden? Ich habe in den vergangenen 2 Jahren mindestens 2-mal mit Minister für Immigration in Afghanistan, dort heißt Minister für Rückkehr der Flüchtlinge, mit ihm gesprochen und einige seiner Mitarbeiter und auch im Außenministerium in Kabul mit manchen hohen Beamten. Sie haben nicht bestätigt, dass ein offizieller Vertrag zwischen Deutschland und Afghanistan gibt, dass sie die Afghanen zwangsweise nach Afghanistan schicken. 2016 war Ashraf Ghani in Berlin. Das war eine Pressekonferenz mit Frau Angela Merkel im Kanzleramt. Ich war auch dort. Ich habe die gesamte Rede von beiden Damen und Herren gehört. Dort wurde auch offiziell von solchen Vereinbarungen oder Vertrag nicht gesprochen. Ob Sie in geheimer Rede irgendwie darüber gesprochen haben, es ist nicht bis jetzt klar. Ich schreibe oft über diese Frage und viele Verantwortliche in Afghanistan bestätigen nicht, dass solche Vereinbarungen und Abkommen mit Deutschland geführt worden ist, dass Afghanistan freiwillig und zwar mit Freude diese Zwangsimmigranten, die schicken, entgegennimmt. Ich glaube, das ist eine Sache von Deutschland, die irgendwie entweder mit Geld oder mit solchen Versprechungen, aber das hört man an der Rande. Ja, die Frage ist klar geworden. Ja, dankeschön. Wissen Sie, die zweite Frage ist wegen dieser... Bitte kürzer. Wegen der Identität der Afghanen. Wer Farsi spricht und Pashto, heißt nicht, dass er ein Afghaner ist. Die gesamte Umgebung von Afghanistan reden Farsi und Pashto. Wie kann die Identität dieser Menschen, dieser Jugendlichen, die ihre Pässe durch die Fälschungen in Pakistan oder Saudi-Arabien oder irgendwo kaufen und verschaffen, bestätigt werden, dass sie wirklich nach Afghanistan geschickt werden? Danke. Dankeschön. Der Herr hier vorne im weißen Hemd, im Anzug, der hat sich auch sehr früh schon gemeldet. Ja, ich bin Mudafi, bin ich Afghaner und komme aus Salzwedel. Heimatland ist eine süße Sache für jeder. Wann verlässt man die süße Sache, wenn man keine andere Welt wegen der Sicherheit zum Leben hat? Wir verlassen unser Land und wir kommen nach Deutschland. Ich habe in Deutschland gesehen, dass bei Afghanen unterschiedlicher handelt wird. Als ich in Deutschland gekommen bin, nach 6 Monaten einen Deutschkurs besuche. Als ich dort gegangen bin, wurde mir gesagt, der Deutschkurs ist für andere Ausländer, für andere außer Afghanen. Das war meine große Enttäuschung. Und jetzt suche ich nach einer Arbeit. Bin ich von Beruf Staatsanwalt, Jura studiert und sogar 16 Jahren in Afghanistan als Staatsanwalt gearbeitet. Meine Dokumente, meine Unterlagen sind in Deutschland anerkannt geworden. Als ich zum Jobcenter gehe,
Jobcenter bietet mir eine Handwerkerarbeit. Das kann ich nicht. Als ich bei einem Arbeitgeber melde mich, sagt er mir, wo wohnst du zuerst? Sage ich, ich wohne in Salzwedel. In Salzwedel gibt es keine Arbeitsstelle für mich und für andere Ausländer, außer Handwerker. Sagt er mir, außer Arbeitgeber, leider kann ich nicht dir eine Arbeit geben, weil du in Salzwedel wohnst. Okay, wenn ich zum Ausländerbehörde gehe, Ausländerbehörde mir sagt, oh, du musst eine Arbeit, dann kannst du umziehen. Ja. Wenn ich gehe bei anderen Arbeitgeber sagt er mir, hast du eine Ausbildung? Ich sage, ich habe einen Beruf, einen bestimmten Beruf. Ich bin Staatsanwalt. Ich kann bei Ihnen arbeiten. Als Dolmetscher oder was, kann ich nicht nennen. Sagt er mir, nee, bei uns gibt es Ausbildung. Sie wissen, in Afghanistan gibt es kein Ausbildungssystem, außer Studium. Alle Handwerker lernen einfach den Beruf. Hallo? Herr Zinhauber, können Sie bald zum Ende kommen? Und Sie haben gesagt, Herrn Größer, hat gesagt, Afghanen wollen nicht sich integrieren. Wie können wir integrieren sich? Ja. Es gibt eine Beschränkung für Aufenthaltstitel weiterzubringen, verlängern Arbeit. Und Arbeitgeber macht solcher oder steht solcher Probleme bei uns. Was machen wir? Was können wir? Die Wohnsitzregel für 3 Jahre sagt, man muss in dieser Stadt, wo seine Asylbewerber stellt, muss bleiben. Danke. Und wie lange das dauert? Dankeschön. Danke. Herr Kreuzer, Sie müssen weg, aber Sie sind direkt angesprochen worden. Wollen Sie kurz noch was erwidern? Ich will zumindest noch mal darauf erwidern, dass ich nicht gesagt habe, dass die Afghanen sich nicht integrieren wollen. Ich habe gesagt, dass wir damals versäumt haben, rechtzeitig auch mit Integrationsangeboten auf die Afghanen zuzugehen, weil wir gesagt haben, ihr kriegt eine Aufenthaltserlaubnis auf 25-5er-Basis und haben uns dann nicht mehr drum gekümmert. So, und das führt dazu, dass wir heute viele afghanische Staatsangehörige haben mit zum Teil langjährigem Aufenthalt, die zum Teil durchaus beruflich aktiv sind, irgendwo arbeiten, in irgendwelchen Berufen, die sie nicht gelernt haben, aber noch immer nicht richtig Deutsch sprechen können. Und das ist dann bei dem Thema Aufenthaltserlaubnis wiederum ein Problem. Das, was Sie beschreiben, das ist ein grundsätzliches Problem in der Anerkennung beruflicher Qualifikationen, die außerhalb Deutschlands erworben worden sind und die nicht nur bei den afghanischen Staatsangehörigen echtes Thema sind. Ja, aber die nicht nur bei den afghanischen Staatsangehörigen immer wieder ein Problem sind, sondern bei vielen Staatsangehörigen, weil unser duales Ausbildungssystem und unser Studiumssystem und ähnliches, das gibt es ja in anderen Ländern gar nicht. Ja. Herr Kloß wollte noch auf die anderen Fragen, die noch gestellt worden sind, antworten, weil wir auch zum Ende kommen müssen. Also ich gebe dann ein bisschen Gas. Gemeinsame Erklärung, die ist vom Oktober 2016. Das ist eine Verwaltungsabsprache zwischen der afghanischen Regierung und Bundesregierung. Ich war selbst an den Verhandlungen beteiligt, kann Ihnen wirklich bestätigen, das gibt es. Es gibt auch die gemeinsame oder Joint Declaration auf EU-Ebene, wo wir dann auch automatisch Mitglied sind. Das ist alles, die ist einen Tag später gezeichnet worden. Das hat Präsident Ghani, hat Frau Vizeministerin Alema, mit der ich mich regelmäßig treffe, um Unterschrift gebeten. Also von dem her, das ist die
völkervertragsrechtliche Lage. Selbst ohne Abkommen oder Absprache, hier Verwaltungsabsprache zwischen Afghanistan und Deutschland, wäre Afghanistan völkerrechtlich verpflichtet, eigene Staatsangehörige zurückzunehmen. Und das führt mich zur Beantwortung der zweiten Frage. Wir haben mit der afghanischen Botschaft hier enge Kontakte, auch die Bundesländer. Und insoweit wird ein Identifizierungsverfahren immer vorgeschaltet. Natürlich ist Afghanistan nur verpflichtet, eigene Staatsangehörige zurückzunehmen. Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass in der Region, was weiß ich, Dari oder Pashto in verschiedenen Ländern gesprochen wird. Und insoweit muss man in der Tat feststellen, dass es sich um afghanische Staatsangehörige handelt. Und das findet eben in einem Verfahren mit der afghanischen Seite auch geordnet statt. Was die Integrationskurse angeht, da gibt es eben eine Differenzierung im Asylverfahren. Während des Asylverfahrens können alle Nationalitäten, die eine sogenannte gute Bleibeperspektive haben, das ist insbesondere diejenigen, die über 50% Anerkennungsquote haben, so hat man das festgelegt, die können unmittelbar an dem Integrationskurs teilnehmen. Für die Personen, die dann anerkannt werden, der Afghan, besteht auch ein Anspruch auf Teilnahme am Integrationskurs. Lediglich dann für die anderen ist eben die Integrationsperspektive nicht das Gewollte und insoweit ist das nachrangig, wenn ich mal so verkürzt sagen darf. Was Sie beschrieben haben, ich kenne Ihren Fall nicht, aber das deutet darauf hin, dass Sie eine Duldung haben und deswegen auch Wohnsitz, wenn Sie anerkannt sind, dann kann allein die Hemmung darin bestehen, dass in Niedersachsen oder wo Sie sind, dass es eine Regelung nach dem Integrationsgesetz, was die Wohnortzuweisung angeht, dort gilt. Insoweit muss man, also es klingt nach, wir nennen das Köpenickiade, dass man sozusagen das eine nicht kriegt, und ohne das andere zu haben und umgedreht darauf verwiesen wird. Das müsste eigentlich lösbar sein. So etwas führt ja sonst zu absurden Ergebnissen. Gerade als anerkannter Flüchtling haben Sie eben das Recht, überall Arbeit zu nehmen. Und das ist im Grunde eine administrative Sache, die geregelt werden muss. Da beklagen Sie sich zu Recht, wenn das so ist. Vielen Dank. Es tut mir wirklich leid, aber wir haben schon 20 Minuten überzogen. Wir müssen jetzt Schluss machen mit dem Podium hier. Sie sind vorhin dran gekommen. Es tut mir wirklich leid, wir haben länger schon gemacht, als der Plan war. Vielen Dank allen, die noch da sind. Vielen Dank, Herr Müller. Vielen Dank, Bernd Mesowitsch. Danke, Luisa Amtsberg. Danke, Herr Kloß, dass Sie sich hier hingesetzt haben, auch wenn Sie sich gegrillt gefühlt haben. Danke, dass Sie, ja, dass Sie so lange zugehört haben. So, damit das nicht alles einfach so jetzt im Raum stehen bleibt, haben wir auf dem Plan jetzt noch eine kleine Diskussion und eine kleine Reflexion eigentlich zu den beiden Diskussionen, die wir schon gehabt haben. Da sind zwei Gäste da. Auf der Seite links von mir ist Winfried Nachtwey. Winfried Nachtwey werden viele kennen. Er war von 1994 bis 2009 im Deutschen Bundestag für die Grünen im Verteidigungsausschuss und im Unterausschuss für Abrüstung, war Sprecher für Sicherheits- und für Abrüstungspolitik und hat sich vor allem über sehr viele Jahre mit dem Afghanistan-Einsatz intensiv befasst. Das Thema hat ihn auch danach nicht losgelassen. Er ist bis heute als Experte zu Afghanistan und zu ziviler Krisenprävention tätig und unterwegs und aktiv. Rechts von mir ist Kawa Spartak. Wir haben uns schon bei der letzten Diskussion zum gleichen Thema vor anderthalb Jahren kennengelernt. Kawa Spartak ist 1990, ist richtig, ne? 1991, pardon. Aus Afghanistan geflohen mit seiner Familie, hat dann später in Westminster Global Studies studiert, hat als Lehrer an der Gemeinschaftsschule Neukölln gearbeitet und ist seit 2016, und deswegen ist er heute hier, Leiter des Vereins JA. Das ist ein kleiner Verein in Neukölln hier in Berlin, der asylrechtliche Beratung für Flüchtlinge aus Afghanistan anbietet. Und Kawa Spartak ist 2017 in den Berliner Landesbeirat für Integrations- und Migrationsfragen gewählt worden. Winfried Nachtwey, wenn Sie ans erste Panel denken, es ist wahnsinnig viel da dargestellt worden, wie die Lage ist. Es ist so ein bisschen offen geblieben, wie viel Hoffnung es da jetzt eigentlich gibt für Afghanistan. Was würden Sie denn sagen? Nun, nach dem, was wir so insgesamt so an Realitäten gehört haben, besteht ja praktisch keine Hoffnung.
Ich muss auch einen Punkt noch verstärken. Und zwar, was die Zahlen angeht zur Sicherheitslage. Ich habe zur Sicherheitslage Afghanistan seit 2007 ziemlich regelmäßig immer Materialien zusammengestellt, weil vernünftig von der Bundesregierung da nichts zusammengestellt wurde. Oder nur also eben punktuell. Und deshalb bin ich da sozusagen mit Bordmitteln also eben eingesprungen. So, und wenn es vorher hieß von Herrn Kloß, dass also eben ein wichtiges oder zentrales Beurteilungskriterium ist, das allgemeine Lebensrisiko oder das Kriterium Eintrittswahrscheinlichkeit durch den Gewaltkonflikt zu Schaden zu kommen, dann ist das ein sehr, sehr technisches Verständnis und sieht also voll und ganz ab von dem, wie tatsächlich dort sich der bewaffnete Konflikt immer mehr eben entwickelt hat. Und es ist gesagt worden, Zivilopfer, ja, ist ungefähr auf dem Extremniveau seit 2014 geblieben. 2014, also das war die Zeit Abzug, also ISAF, Sprung um 20% nach oben und seitdem so geblieben. So, und aber es gibt also eben bestimmte besonders prekäre Entwicklungen, und zwar was die Anschläge so angeht, zunehmend festzustellen, regelrechte Massakeranschläge. Massakeranschläge, wo also eben, auch wenn die erstmal gerichtet sind auf Sicherheitskräfte, aber trotzdem mengenweise kommen da vor allem Zivilpersonen fürchterlich also zu Schaden. Und dieses sind Massakeranschläge im Kontext eines Guerilla- und Terrorkrieges. Und eigentlich müsste man wissen, worauf es bei Terrorismus so ankommt, nämlich nicht nur sozusagen die Zielperson physisch zu treffen, sondern Angst und Schrecken zu verbreiten. Das ist es ja vor allem. Die psychologische Wirkung, Angst, und das berichten ja gerade aus Kabul sehr viele und aus anderen Landesteilen, wenn jemand am Morgen aus dem Haus geht und man verabschiedet sich, man weiß tatsächlich nicht, sehe ich meine Familie am Abend also eben wieder. Also diese, wirklich diese psychologische Aufladung dieser Gewalt, das ist also eben wirklich eine ganz, ganz massive andere Sache, die also wirklich da eine enorme Brisanz also eben reinbringt. Oder das andere, was also eben bei der Sicherheitsbewertung gar nicht angesprochen wird, wie es inzwischen den Sicherheitskräften geht. Zurzeit wird geschätzt, die Daten werden geheim gehalten, aber trotzdem von dem amerikanischen zuständigen General schon indirekt bestätigt, 30 bis 40 Polizisten oder Soldaten, die pro Tag ums Leben kommen. Pro Tag. Und die Zahlen sind zurzeit so hoch wie nie zuvor. Wie nie zuvor. Und das Dritte schließlich, was also eben Zivilopfer bei Luftangriffen angeht, wo die Amerikaner inzwischen unter Trump das enorm hochgefahren haben. Die Bomben- und Raketenabwürfe im letzten Monat waren doppelt so viel wie im Vorjahrsmonat zum Beispiel. Und die Zivilopfer bei Luftangriffen inzwischen in Afghanistan so hoch wie nie zuvor in den 17 Jahren. Also das ergänzend zu dieser Sicherheitslage. So, das ist weiterhin sehr hoffnungslos. Zugleich aber, und das ist also unheimlich wichtig, und dass man eben auf verschiedene Dimensionen in Afghanistan guckt. Und wenn ich dort war, einerseits die deprimierenden Entwicklungen, vor allem dann krass ab 2014/15, vorher schon mit teildepressiv, aber seitdem also noch viel stärker. Und dann aber gleichzeitig kann man mitkriegen vor Ort, dass es viel, viel mehr an Aufbauprojekten gibt, an konstruktiven Entwicklungen gibt, als es hier irgendwie bekannt ist. Ich könnte euch also eben Einzelbeispiele also nennen, zum Beispiel trotzdem tue ich das mal. Also ein Beispiel bei Mazar von der
Kreditanstalt für Wiederaufbau sozusagen auf den Weg gebracht, überwiegend natürlich also afghanisch, aber der Campus Taktapul, berufliche Bildung, Landwirtschaftsschule, Ingenieurschule, Berufsschullehrerakademie, 1600 Studierende ungefähr, das läuft jetzt seit einigen Jahren, läuft bestens, hat auch keine Risiken sozusagen drumherum und das ist also ein Projekt, das ist meines Wissens landesweit einmalig. Und das ist im Unterschied sicher zu manchen anderen Projekten, aber deutlich mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Das ist kein Projekt, mit dem man sozusagen das Gesamtspiel in Anführungszeichen drehen kann. Das nicht. Aber es gibt für tausende, abertausende Leute Perspektive. Und gerade eine vernünftige, bodenständige Berufsausbildung ist ja von elementarer Bedeutung. Also das. Und es gibt also eine ganze Reihe von anderen Sachen. Die Schullandschaft Jagori, also in der Provinz, also Ghazni, also eben bei den Hazara, was also eben von einer Deutschen, von dem Freundeskreis Afghanistan, die seit 35 Jahren dazu arbeiten, das sind also ehemalige, inzwischen sehr alt gewordene deutsche Entwicklungshelfer, das ist eine blühende Landschaft, also eben von schulischer Bildung, die landesweit also fantastischen Ruf haben und die jetzt aber eben zur Zeit also eben oder in der letzten Zeit fürchterlich unter Druck, weil es eine Hazara-Enklave ist. Sie haben gehört also eben die Besetzung also von Ghazni, wo kräftig gemordet wurde. Also zusammengefasst, was Hoffnung also angeht, wenn man vor Ort guckt, wenn man nach nicht wenigen Menschen guckt, wo man in Afghanistan so viele, im besten Sinne starke Menschen findet, wie oft hier nicht, dann gibt es wieder Grund zu Hoffnung oder zum Hoffen, sage ich bescheidener, weil eben insgesamt tatsächlich natürlich die politische Entwicklung düster ist und deprimierend bis dort hinaus. Aber das ist meine zusammengefasste Erfahrung, ich habe ja sonst mit anderen Krisengebieten auch zu tun, man kann da im Grunde auf die Dauer nur was zu machen und dranbleiben und nicht aus Verzweiflung Hände über den Kopf zusammenschlagen und abhauen, kommt mir nicht mehr mit Afghanistan, wenn man auch wirklich auf diese Hoffnungsflecken guckt. Vielen, vielen Dank. Es ist eine große Frage, aber ich stelle sie jetzt doch nochmal. Sie haben 2009, als der ISAF-Einsatz sozusagen mittendrin war, haben Sie gesagt, da stand im Spiegel, wer die Vorstellung hat, man könnte dort einfach aufräumen, der verkennt die Realität. Mit 3 Tassen Tee kommt man in Afghanistan weiter. Deutschland hat aber die Bundeswehr geschickt. Sie haben sich das die ganzen Jahre angeschaut, was die getan hat und wie darum diskutiert worden ist. Wenn Sie sich das jetzt im Nachhinein betrachten, wären die 3 Tassen Tee besser gewesen als die Bundeswehr? Nein, das war nicht gemeint als Alternative zu dem Bundeswehreinsatz, für den ich ja in den ersten Jahren auch mitverantwortlich war. Was nicht heißt, dass ich jetzt alles rechtfertigen will, aber so ist das also schlichtweg, ne? Ich gehöre da zu den Mitschuldigen. Aber das war gemeint also eben zur Vorgehensweise der amerikanischen Militärs. Weil das nämlich also ein 3 Cups of Tea, damals 2009, ein New York Times Bestseller, wo ein Bergsteiger, also eben, oh, jetzt komme ich wieder in die ganze Geschichte. Vielleicht die Kurzfassung von der Geschichte. Jedenfalls die Geschichte eines amerikanischen Bergsteigers, der also in pakistanischen Bergdörfern sozusagen da hinkommt, unfreiwillig, erlebt die Gastfreundschaft, wird aktiv, also eben was Bildung angeht, weil bis dahin nichts an Schulen war, hat dann was also in Pakistan gemacht, dann also eben ab 2001 also in Afghanistan und hat dann ausdrücklich seinen Ansatz, erstmal mit der Gründung, man muss, wenn man da so eben sinnvoll was machen will, auf die Menschen hören und auf die Berge hören. Und eben viel Tee trinken dabei. So, und das war sein Ansatz ausdrücklich als Alternative zum War on Terror. Und bei dem War on Terror ist nämlich also eben dieses brutale, völlig illusionäre Aufräumen. Also dazu war das gemeint. Dankeschön. Kavak Sparta,
in den, es gab ja schon seit vielen Jahren Flucht aus Afghanistan nach Deutschland, aber in der Szene der Flüchtlingsselbstorganisation haben die längere Zeit nicht so eine sichtbare Rolle gespielt. Das hat sich jetzt aber in den letzten 2-3 Jahren geändert. Gott, wie heißt die Parade im September 2017? Welcome United, genau, die war es. Zum ersten Mal in Berlin war ein sehr starker Block von afghanischen Geflüchteten, jetzt in Hamburg wieder auch viele, viele andere Initiativen sind jetzt neu dazugekommen. Gibt es so eine Art, Notwendigkeit angesichts der gestiegenen Abschiebeintensität von afghanischen Geflüchteten, sich jetzt zusammenzutun und sich zur Wehr zu setzen? Ja, hallo erstmal. Vielen Dank auch an die HBS beziehungsweise auch an das Büro von Umid und von Luise, dass es überhaupt so eine Veranstaltung gibt. Ich glaube, bevor ich auf deine Frage eingehe, es ist enorm wichtig, dass wir immer und immer wieder über Afghanistan sprechen, denn Afghanistan gerät nämlich gerade in der Medienlandschaft des Westens ganz schnell immer in den Hintergrund und dann wissen wir, was passiert. Dass wenn wir in Länder im Stich lassen, dass wir hinterher dann große humanitäre Katastrophen haben. Und wir haben eine humanitäre Katastrophe in Afghanistan seit 40 Jahren. Das darf man nicht vergessen. Ansonsten würden Menschen nicht ihre Heimat verlassen. Auf deine Frage jetzt, Christian. Die Notwendigkeit ist definitiv da. Die Menschen haben gemerkt, dass sie langsam selbst etwas tun müssen. Denn was wir heute in den anderen Panel-Diskussionen hatten, von alleine wird sich die Entscheidung der Bundesregierung nicht ändern, Afghanistan fälschlicherweise als sicher zu kategorisieren bzw. dorthin abzuschieben. Es muss aber in der afghanischen Community und nicht nur bei den Geflüchteten, die neu gekommen sind, sondern aber auch in der Exil-Community per se, Menschen, die seit 40, 30, 20 Jahren hier sind, dass sie auch für die Rechte der Nachkommen quasi, der Nachkommengeflüchteten, sich auch einsetzen. Und es sind nicht wenige Menschen aus Afghanistan hier, die wie ich jetzt auch Deutsch sprechen und etc. und seit längerem hier leben. Wir müssen alle zusammen an dieser Sache arbeiten beziehungsweise zusammen unsere Stimme erheben, weil heute, wir hatten dieselben Probleme früher. Es ist ja nicht so, dass die Bundesrepublik auf einmal entschieden hat, Menschen aus Afghanistan abzulehnen oder das BAMF oder die Verwaltungsgerichte. Dies geschah schon in den 90ern. Also das mag man sich gar nicht vorstellen. In den 80ern kann man ja sagen, okay, das war der Kalte Krieg und ne, gegen die Sowjets, gegen die Kommunisten kann man ja mal ruhig ein paar Leute anerkennen. Aber in den 90ern hat man das gemacht. In den 90ern hatten die Menschen aus Afghanistan keine hohe Schutzquote, obwohl man mitbekommen hat, was für ein fürchterlicher Bürgerkrieg dort war, beziehungsweise dass die Taliban an der Macht waren. Man hat Frauen Ablehnungen gegeben, als man wusste, dass Frauen in Stadien abgeschlachtet werden oder sonstige Rechte nicht hatten. Also ich versuche auch mal ganz kurz einen Übergang zu einer anderen Sache auch herzustellen. Hier von einer deutsch-afghanischen Freundschaft seit 100 Jahren zu sprechen, ist absolut falsch. Deutschland hatte im Ersten Weltkrieg nur ein Ziel, und zwar die Afghanen mit in den Ersten Weltkrieg hineinzuziehen. Das ist keine Freundschaft, das ist Kriegstreibung und Ausnutzung. Und des Weiteren hat Deutschland dasselbe im Zweiten Weltkrieg versucht. Und im Kalten Krieg kann man ja sich darüber streiten. Da gab es halt den ganzen Wettbewerb in der Dritten Welt. Aber gut, wenn du schon darauf eingehst, aus Sicht der Geflüchteten, wir erleben das in unserer Beratung quasi tagtäglich, dass Menschen, nachdem wir quasi ihren Fall lösen beziehungsweise ihnen helfen, dass sie auch, sage ich mal, ihre Frust ablassen. Also die hatten eine ganz andere Vorstellung von Deutschland. Es ist nicht so, dass man denkt, also viele, sage ich mal, AfDler und AfDlerinnen gibt es die überhaupt, dass die denken, ja, die sind hier, weil die einfach sich was versprochen haben oder weil sie tolle Bilder gesehen haben aus Deutschland. Menschen, die hier hingekommen sind, viele, die haben... Sie wollten nach 40 Jahren oder nach 20 Jahren oder wie auch immer, egal wie alt sie sind, sie wollten endlich mal ein normales Leben haben in einem normalen Staat. Und viele Menschen, egal ob sie jetzt aus Afghanen, aus Pakistan sind, aus Afghanistan oder aus dem Iran, die erleben hier eine Art Apartheid-Staat, was sie vorher in diesen anderen Ländern erlebt haben. Sie merken, was auch der junge Mann vorhin auch mitgeteilt hat, warum werden nur Menschen aus Afghanistan so behandelt? Also natürlich sind es nicht nur Menschen aus Afghanistan. Es gibt auch genügend Menschen aus dem afrikanischen Kontinent, die fälschlicherweise
abgeschoben werden bzw. falsch behandelt werden und zu Unrecht. Aber was Menschen aus Afghanistan nicht verstehen ist, warum werden wir medial dargestellt, unsere Abschiebungen, unsere Straftaten und dass unser Land quasi als sicher gilt. Das versteht niemand. Viele sagen auch, ich würde sofort zurückkehren, wenn wirklich Afghanistan einigermaßen akzeptabel zu leben wäre. Ich glaube, über die anderen Punkte kann ich wahrscheinlich gleich noch sprechen. Ich mache mal hier einen Cut. Sie haben das mal an einer Stelle institutionellen Psychoterror genannt, also die ständige Gefahr, dass sozusagen das Leben hier ein Ende haben könnte, weil die Abschiebung ansteht, diese Aussichtslosigkeit und auch das Vorenthalten von Rechten, das ja damit verknüpft ist. Viele von den Menschen, auf die das zutrifft, kommen ja dann zu Ihnen in die Beratungsstelle. Wie gehen die damit um? Wie prägt das deren Alltag? Wie gehen Sie damit um? Das kann ich natürlich nicht sagen. Also sie lassen natürlich ihre Frust raus. Sie erzählen uns, wie frustriert sie sind und dass sie nicht zurück können und dass sie auch einfach keine Perspektiven haben. Sie hatten noch nie Perspektiven. Viele sagen, dass sie seit 3 Generationen keine Perspektiven hatten. Was wir natürlich tun können, wir sind keine geschulten Psychotherapeuten, aber was wir sagen können, ist, dass zumindest in Berlin nicht abgeschoben wird. Wir zeigen ihnen also zumindest die Wege auf, die es aufenthaltsrechtlich, welche Möglichkeiten es gibt. Aber natürlich ist es einfach gesagt, dass man sagt, du musst erstmal Deutsch lernen. Ich bin seit 28 Jahren hier und das sagt man die ganze Zeit. Ich würde mich mal freuen, wenn deutsche Mitbürgerinnen und Mitbürger in ein anderes Land gehen und mal eine andere Sprache lernen, ja, mit einer anderen Schrift. Und dann auch noch, wenn sie auch noch keine eigene Bildung haben. Diesen Weg gibt es natürlich und wir versuchen, die Menschen zu beruhigen. Wir versuchen, den Menschen noch eine Art Hoffnung zu geben und zu sagen, so traurig es klingt, die Situation in Afghanistan wird sich nicht von heute auf morgen verbessern. Und wir hoffen alle, dass die EU-Länder bzw. auch Deutschland sich umentscheiden und endlich mal fair und faktisch mit den Sachen umgehen und nicht einfach zur Bekämpfung des Rechtsrucks. Dankeschön. Winfried Nachtwey, eine Theorie, die es manchmal dazu gibt, warum die Bundesregierung ausgerechnet so auf die Afghanistan-Abschiebungen setzt und das auch gegen viel Unverständnis in der Bevölkerung ja auch immer daran festhält und das auch ein Stück weit inszeniert ist, dass das mit dem Bundeswehreinsatz zu tun hat und zwar dahingehend, dass man beweisen will, dass dieser Bundeswehreinsatz was gebracht hat, dass er das Land stabilisiert hat, in dem Sinne von, wenn wir nicht mal dahin abschieben könnten, dann hätte es ja offensichtlich gar nichts gebracht, aber es ist soweit stabilisiert, dass es zumindest innerstaatliche Fluchtalternativen gibt, also hat es doch was Gutes gehabt, dass wir so lange die Bundeswehr dahin geschickt haben. Glauben Sie, dass das ein Aspekt ist, der da irgendwo eine Rolle spielt? Also ich bin ja jetzt nicht mehr so direkt, also in dem täglichen politischen Geschäft und kriege deshalb also auch diese ganzen laufenden Diskussionen nicht so mit. Das vermute ich von meiner Halbdistanz her an sich nicht, sondern es ist simpel in Anführungszeichen sozusagen, wie das vorher auch schon gesagt wird, absolut nur innenpolitisch gedacht, sozusagen als Gegenzeichen hier. Ihr habt hier keine Gewähr sozusagen, keinen Automatismus, dass ihr hier bleiben könnt. Also so in der Weise. Und weil nämlich von wen? Denen. Bitte? Gegenzeichen gegen wen? Gut, das ist dann so innenpolitisch natürlich, also auch, was heißt natürlich, aber gemeint dann gegen sozusagen die. Kritik, die aufwallende Kritik, also Protest und so weiter gegen Zunahme von Flüchtlingen. Und da ist ja dann also eben so ein Knackpunkt, der oft also auch in der Bild thematisiert wird, ne? Dass also eben Rückreisepflichtige eben nicht eben abgeschoben werden. Und das wird also eben dann also in einem bestimmten Spektrum also sehr stark also verwandt, also eben um Stimmungen überhaupt gegenüber Flüchtlingsaufnahme und Flüchtlingspolitik zu machen. Und weil nämlich auf der anderen Seite von den auch ja inzwischen Abertausenden aus den verschiedenen Bundesressorts ja haben ja
die haben ja zum großen Teil wirklich die Entwicklung und die Realitäten und dann das den Abwärtstrend in Afghanistan so mitgekriegt. Und ich habe das doch also gerade jetzt als Ehemaliger aus dem Verteidigungsausschuss bei vielen Soldaten, Offizieren also ebenso mitgekriegt, die ja selbst gesehen haben, dass sie also eben durch den Abzug, also eben 2014, dass sie zu dem Zeitpunkt ihren Auftrag nicht erfüllt hatten. Also Auftrag war also eben jetzt rein militärisch für ein sichereres Umfeld zu sorgen. Und das sicherere Umfeld, das hat sich dann gezeigt, war eben nicht da, sondern war deutlich unsicherer geworden. Also insofern ist diese Einsicht, dass es also eben, dass wesentliche Ziele nicht erreicht wurden, jetzt abgesehen von Teilerfolgen, die es bis heute weiterhin gibt, aber insgesamt die großen Ziele nicht erreicht oder dass auch die Vorstellungen also eben von State Building, also mit viel Illusionen verknüpft waren. Diese Einsicht ist intern, glaube ich, sehr verbreitet. Das heißt aber eben nicht, dass wenn die Fachleute diese Einsicht haben, dass das bei der Spitzenpolitik, bei der verantwortlichen Politik ankommt. Vielleicht noch ein kurzer Blick in die Zukunft. Trump hat eigentlich gesagt, wir gehen raus, dann hat er gesagt, wir greifen an. Jetzt hat er diese Frist gesetzt, in 10 Monaten soll das also alles ein Ende haben, er hat 3 Sonderbeauftragte geschickt und es ist immer sind die Hinweise darauf, dass jetzt noch stärker private Söldner zum Einsatz kommen sollen, verdichten sich. Womit ist da jetzt zu rechnen in der nächsten Zeit? Die Frage, wo bei Trump mit was zu rechnen ist, ist natürlich also schwierig. Das kann ja auch wieder schnell sich ändern und da er zurzeit ja immer noch umgeben ist, zum Beispiel von so einem Verteidigungsminister Mattis, also von so alterfahrenen Militärs, die, habt ihr nicht gesprochen, habt ihr jetzt nichts gelesen von ihm unmittelbar, aber trotzdem, der würde garantiert eine solche Fristsetzung für wenige Monate für absolut falsch halten. Weil ja an sich der Beweis also auch 2014 gekommen ist, wo man sich also fürchterlich verkalkuliert hat, in Berlin, in allen Hauptstädten, einschließlich also auch Kabul, wo man meinte, übergabefähig, aber das war sie eben leider nicht so. Und zu hoffen, das war wahrscheinlich, war das die letzte Frage? Ja, dann muss ich noch eine Kurve kriegen, ja. Dann ist nämlich so positiv jetzt also eben für Bundespolitik, glaube ich, also unheimlich wichtig, einmal, dass überhaupt wieder Afghanistan mehr zur Kenntnis genommen wird, weil ich verfolge ja immer noch die Bundestagsdebatten und im September hat's, ja, oder im Oktober hat es noch eine gegeben und da war auffällig, dass die meisten Abgeordneten, die da gesprochen haben, sich äußerst oberflächlich und pflichtgemäß zu Afghanistan also eben geäußert haben. Das ist also eben jetzt über die Jahre schon ziemlich erschütternd. Und dann vor allem angesichts dessen, dass Afghanistan immer noch das Schwerpunktland deutscher Entwicklungspolitik ist. Insgesamt 430 Millionen, davon 250 Millionen des Entwicklungsministeriums, dass aber insgesamt viel, viel zu wenig sorgfältig auf die tatsächlichen Wirkungen geguckt wird. Und Wirkungen eben bei Resolute Support, Beratungsmissionen, ich habe da immer wieder nachgefragt, welche Wirkung haben denn überhaupt die 35 Bundeswehrberater bei der Entwicklung der afghanischen Streitkräfte? Welche Wirkung haben denn die 10 Polizeiberater bei der Entwicklung eben der afghanischen Polizei? Wurde mir wohlweislich nie was darauf geantwortet, weil das wahrscheinlich eher eine symbolische Wirkung, aber nicht eine faktische Wirkung. Und das wäre für die Politik also unheimlich wichtig, bei der Entwicklungszusammenarbeit, wie das sozusagen bei den einzelnen Projekten und bei den Programmen sozusagen, da wird Wirkung also eben analysiert. Aber insgesamt bei der deutschen Schwerpunktpolitik zu Afghanistan keine systematische, unabhängige Wirksamkeitsbewertung bis heute. Das wäre das eine von entscheidender Bedeutung. Das andere, das habe ich in der ersten Antwort angedeutet, Chancenorientierung, gerade in solchen Ländern, wo es verdammt, verdammt schwierig und deprimierend ist, umso wichtiger, systematisch zu gucken, wo gibt es konstruktive Prozesse,
Akteure, Chancen und dass man die systematisch fördert. Vielen Dank. Kavasch Bartak, Sie haben den Vertreter vom Bundesinnenministerium gehört. Wir haben so ein bisschen alle darauf gehofft, dass es irgendeine Art von, wie soll ich das sagen, Aufweichung der Position gab. Davon war jetzt nichts zu hören. Das heißt, die Abschiebungen werden wohl so weitergehen, wie sie in der letzten Zeit auch abgelaufen sind. Was heißt das für die geflüchteten Initiativen aus Afghanistan? Wie wollen Sie jetzt in der nächsten Zeit mit der Situation politisch umgehen? Ja, zunächst mal ist das eine absolute, also es ist zum Ersten, also das Allerwichtigste ist, dass es unmenschlich ist und wie gesagt, dass es auf Lügen basiert und auf politisch basiert ist. Zum anderen ist das eine komplette Ressourcenverschwendung meine ich, sowohl für die Flüchtlingsinitiativen als auch für die Ehrenamtlichen, als auch für die Kirchen. Dann natürlich, wenn man den Verwaltungsakt sich anguckt, dass die BAMF-Entscheidungen auf einen Lagebericht beruhen, der überhaupt nicht der Realität entspricht. Dementsprechend reagieren aber auch die Verwaltungsgerichte. Darauf wollte ich heute auch schon mal nochmal eingehen. Wir dürfen es nicht aus den Augen lassen, dass beim BAMF gibt es nicht nur also qualitativ schlechte Dolmetscherinnen und Dolmetscher oder Mitarbeiter, sondern in den Verwaltungsgerichten wird auch genauso entschieden wie beim BAMF, obwohl die Zahlen natürlich, du hast es vorhin angesprochen, bei 38% waren. Aber ich war auch beim Verwaltungsgericht hier in Berlin des Öfteren und ich hatte das Gefühl, dass ein Mensch aus Afghanistan, der gegen eine Entscheidung vom BAMF klagt, er sitzt dann dort als Straftäter. Es ist kein normaler Verwaltungsakt, dass man quasi nochmal da die Chance bekommt, seinen Asylantrag quasi auf juristischer Ebene irgendwie durchzukriegen, sondern er wird dort als Wirtschaftsflüchtling quasi nicht bezeichnet, aber man geht davon aus, oder als Lügner. Quasi der afghanische Geflüchtete muss sich vor einem Verwaltungsgericht unschuldig muss er sich dort darstellen, beziehungsweise es beweisen dem Richter, der Richterin, dass er eigentlich ja nichts verbrochen hat. Und manche Anwältinnen und Anwälte haben sogar den Kommentar abgelassen und gesagt, also im Strafgericht läuft es wirklich besser ab als bei einem Verwaltungsgericht. Und ich finde, wie war die Frage nochmal? Wir politisch sozusagen damit umgehen wollt, dass die Abschiebung jetzt weitergeht wahrscheinlich. Ja, politisch werden wir natürlich mit allen anderen Initiativen und NGOs weiterkämpfen und versuchen, politisch natürlich Lobbyarbeit zu leisten, beziehungsweise auch die Menschen, die Geflüchteten auch dazu zu motivieren, dass sie sich auch natürlich partizipieren bei den Demonstrationen und Kundgebungen und natürlich die Hoffnung nicht verlieren. Und ich meine, der sogenannte Integrationsprozess und die Sprache zu erlernen und hier beruflich Fuß zu fassen, es hat ja nicht nur mit der Bleibeperspektive zu tun, sondern die Menschen machen das von alleine. Wenn sie in einem neuen Land sind, dann will man da die Sprache lernen und dann will man sofort arbeiten. Also niemand sitzt gerne zu Hause und sammelt die SGB-II-Mittel. Natürlich, wir versuchen den Menschen irgendwie Mut zu sprechen und Hoffnung zuzusprechen, aber die Realität sieht anders aus. Also die Bilder, die aus Afghanistan kommen, eine nicht existierende Regierung, die von sonst wo geleitet wird, ein Aufständische und Terroristen, die zur gleichen Zeit kämpfen, Menschen, die keine Arbeit haben, sonst keine Perspektiven. Das ist das eine, was die Menschen sehen. Das andere ist, dass sie hier europaweit Bilder und Videos sehen, wie manche Menschen sich das Leben nehmen und von Land zu Land reisen, unter Brücken schlafen, unter unmenschlichen Bedingungen in Griechenland, in der Türkei, in Paris sind. Da muss man sich natürlich vorstellen, okay, wie sollen wir das jetzt den Menschen da gut sprechen oder was ist dann unsere Aufgabe? Uns bleibt ja auch nichts anderes übrig, als auch zu lächeln und zu sagen, ja, es wird besser, es werden bessere Tage kommen. Und also wir haben da keine perfekte Lösung dafür. Die Grünen sind ja gerade so stark wie nie auf einem Allzeithoch. Und auch aus grünen Regierten oder aus Bundesländern mit grüner Regierungsbeteiligung wurde nach Afghanistan abgeschoben. Was würden Sie denen eingedenk all der realpolitischen Restriktionen, die man so hat, mitgeben, wo wir schon mal hier sind? Ich muss ja zugeben, ich bin ja nicht mit allen Punkten einig, was wirklich Bündnis 90 Die Grünen für eine Politik betreiben. Aber
Was das Thema Afghanistan angeht, muss ich denn das hoch anrechnen, dass Sie gerade bei zum Thema der Geflüchteten sich sehr für die Menschen eingesetzt haben. Als Antwort dazu, warum die Grünen aus manchen Bundesländern, wo sie in der Regierung sind, abgeschoben haben, haben sie gesagt, ja, es ist halt Bundesgesetz und da kann man nicht so viel tun, wir versuchen unser Bestes etc. Umso mehr freue ich mich, was das Thema natürlich betrifft und auch ein paar andere Themen, dass die Grünen natürlich jetzt so stark sind und hoffe, dass sie sich natürlich für einen allgemeinen Abschiebestopp nach Afghanistan einsetzen, denn es darf nicht sein, dass auf der Basis von diesem Abkommen, also das hat Herr Kloß, Dr. Kloß vorhin, ich weiß nicht aus welchem Grund er das gesagt hat, dass das auch in die Länder abgeschoben werden kann, auch wenn es nicht so ein Abkommen gibt, das stimmt nicht, sonst würde man auch in den Iran abschieben, also Deutschland kann ja gar nicht in den Iran abschieben zum Beispiel. Das heißt, die Mutter aller Probleme ist dieses Abkommen und ich hoffe, dass die Grünen sich dafür einsetzen, dass so ein Abkommen nie wieder zustande kommt mit einem Staat, wo wirklich ein Konflikt herrscht, zu dem es halt kein Ende gibt. Ja, die Hoffnung liegt natürlich jetzt bei den Grünen, dass sie halt erstarkt sind und dass sie sich gerade bei diesem Thema mehr für die Geflüchteten einsetzen. Dankeschön. Herr Mesowitsch, ja mit dem Kopf geschüttelt, die Abkommen? Nur zu dem Aspekt mit dem Abkommen ist schade, aber leider hatte Herr Dr. Kloß recht, hat ihm als dagegen gesagt, also es sei das Einzige, so ziemlich, wo ich ihm heute beipflichten würde, aber das ist völkerrechtlich so. Also das mit den Iran, wenn in andere Länder nicht abgeschoben wird, kann tausend Gründe haben, schlicht weil die Leute nicht nehmen. Aber ich brauche kein einziges solche Rückführungsabkommen, wenn, vorausgesetzt, der andere Staat nimmt die Leute. Das ist die einzige Marge sozusagen. Also wenn, es gibt ja diese Verhandlungen mit den Maghreb-Staaten, es kommt schlicht darauf an, ob die Menschen zurücknehmen. Und das andere ist Technik. Und das ist rechtlich so. Okay, vielen Dank für die Korrektur, dass Sie mich eines Besseren belehrt haben. Nichtsdestotrotz, bei der ganzen Diskussion heute dürfen wir eine Sache nicht vergessen. Egal wie sehr wir alle Afghanistan interessierten Menschen und Betroffenen uns wünschen und hoffen, dass es Afghanistan hoffentlich bald oder eines Tages besser ergeht, dürfen wir die Schuld auch der afghanischen Regierung nicht vergessen. Klar, auf der einen Seite kann man sagen, sie wurden erpresst durch humanitäre Hilfe oder durch die Zusagen der humanitären Hilfe, dass sie so eine Art Abkommen unterzeichnen. Auf der anderen, genau, sogenannte humanitäre Hilfe. Auf der anderen Seite haben sie das gemacht. Ja? Und soweit ich weiß, werden auch gewisse Mitarbeiter bei dieser Abteilung des Ministeriums, werden die Löhne von denen werden auch aus Deutschland bezahlt. Aber nicht gut, man kann sagen, die wenigen Menschen, die aus Europa abgeschoben werden, das ist ein kleiner Bruchteil zu dem, was es eigentlich für interne Vertreibungen gibt, beziehungsweise was es für Rückkehrerinnen und Rückkehrer aus Pakistan und dem Iran gibt. Aber ohne so ein Abkommen und ohne wirklich dieses Fundament zu haben, würde es natürlich auch nicht diese Lageberichte geben, die wirklich nichts mit den anderen Lageberichten der humanitären und NGOs zu tun haben und auch nicht dann diese Entscheidungen vom BAMF beziehungsweise auch die Entscheidungen von Verwaltungsgerichten und auch nicht diese Abschiebeflüge geben. Also das heißt, dieses Abkommen ist eigentlich auch die Mutter aller Probleme. Das darf man auch nicht vergessen und die Mitschuld der afghanischen Regierung sollte man auch benennen. Kaveh Spartak, vielen Dank. Winfried Nachtwey, auch Ihnen vielen Dank für die abschließenden Worte. Ich hoffe, wir konnten das jetzt alles nochmal so ein bisschen einfangen. Die beiden sind jetzt noch da. Also wenn es noch Fragen an die gibt, können Sie das gerne unten direkt loswerden. Ansonsten danke ich Ihnen allen auch, dass Sie dieses sehr umfangreiche Programm sich hier bis zum Ende gegeben haben. Ich hoffe, Sie hatten was davon und wünsche Ihnen ansonsten noch einen schönen Abend. Wir sind jetzt alle noch ein wenig unten. Es gibt Brezel und was zu trinken. Danke, dass Sie da waren.